Hallo und herzlich willkommen zum neuen Livestream. Heute zusammen mit dem Conker Steffy Fox, Kumpel von mir. Die sieben Weltmeere mal unsicher machen. Gucken, was uns so passiert. Was wir so treiben. Und vor allem gucken, wen wir so kapern und ausrauben können. Absolute Neuheit, ich spiele das Spiel zum ersten Mal. Wird mal sehen, was noch so passiert. Mal gucken. Warten jetzt auf jeden Fall gleich erstmal auf eine Einladung. Und dann mal sehen, wie das Spiel so ist. Was alles möglich ist. Und ob ich das überhaupt auf Schlag alles so hinkriege. Mal gucken, ich bin gespannt auf jeden Fall. So, dann mal gucken, was uns hier so erwartet. Kleiner Augenblick dauert, scheint das wohl noch zu dauern. Jeden, der Lust hat, diesen Doppelstream zu sehen, auch von der Gegenseite her, ist hier einmal der Link. Weiß gar nicht, kann ich das auch irgendwie hier einbetten? So, Hallöchen, Marz, Mr. Slighty. Moin, moin. Hallo, Conker. Ahoi und auf hoher See. Ja, wo mein See steckt. Mir fällt kein anderer Spruch ein. Du bist doch hier der am weiter nahest, wassergebauteste Charakter. Man könnte natürlich auch sagen, in die Wanden, ihr Landratten, sonst werdet ihr gekielholt. Erklärst du den Zuschauern, was Kielholen ist? Kielholen ist einfach, die werden an die Beine oder an die Hände, das liegt im Ermessen des Captains, ein Tau gebunden. Es wird einmal unter das Schiff durchgeführt. Und du wirst quasi bei voller Fahrt einmal unter das Schiff durchgezogen, was sehr schmerzhaft sein kann, da natürlich viele Pocken und Muscheln unten am Rumpf sind. Und wenn du das überlebt hast, dann hast du Glück gehabt, aber die meisten sollen wohl gestorben sein daran. Durch die Schnittverletzung dann. Also sehr schmerzhaft auf jeden Fall. Das geht vor über eine harte und gerechte Strafe weit hinaus. Einmal unter den Schiffsbug hindurchgezogen ist natürlich auch echt bei voller Fahrt nicht so angenehm. Das macht man nicht. Ja, hallo Prisma Kobold. Prisma Kobold ist ja eigentlich die erfahrenste Seefahrerin, was Sea of Thieves angeht. Sea of Thieves, Season 9, ey. Lange nicht gespielt, aber jetzt ist es endlich soweit. Ich hoffe, vom Sound sollte alles cool sein. Ich habe da noch was vorbereitet für euch im Chat. Warte mal, uno momento. Dass ich das einmal kopieren kann und einmal in den Chat poste. Denn ich habe doch auch schon den Multistream für euch. Da könnt ihr nämlich einmal direkt beide angucken und zeitgleich beide Screens quasi sehen. Einfach auf
Dings. Ich wollte da noch einen Befehl für machen, aber das ist wirklich alles super, super spontan. Gut, ich drücke spielen. Wir wollen auf Abenteuer. Wir nehmen natürlich die Schaluppe, weil wir nur zwei sind. Private Crew. Muss ich jetzt auch schon auf Schaluppe drücken, oder? Nee, tatsächlich. Kriege ich von dir wahrscheinlich einen Invite. Genau, ich lade sie ein. So, Mr. Slighty Sea of Thieves Einladung geht raus. Gallione. Machen wir nicht. Erstmal kleines Schiff. Das ist die erste Fahrt von Mr. Slighty. Die muss er ja erstmal auf den Gleiser. Da steht er. So, ich drücke Segel setzen. Ich bin schon total gespannt. Ja, ich auch. Aber wo Prisma Kobold hier ist, ich muss immer noch mein Schiff benennen. Ich habe das immer noch nicht gemacht. Das kannst du mir mal gleich mal sagen, wo das geht. So, ich wache erstmal schön in der Kneipe auf, so wie sich das gehört. Die Nacht war hart. Die schätze wenig. Und es ist schön, wieder hier zu sein. Ah, Smoothie Slidey steht auch schon hier. Anscheinend habe ich auch eine harte Nacht hinter mir. Oh, ich höre dich im Game. That was quite the celebration when you arrived. I'm not surprised you don't remember. The Pirate Lord told me to expect you. Ich weiß nicht, wie du dich auf dem PC muten kannst. Da müsste auch Prisma Kobold tatsächlich was dazu sagen. Jetzt dürfte man mich eigentlich nicht mehr hören. Nee, sehr gut. Weil du kannst tatsächlich auch, du hast da so ein Fernrohr, da kannst du dann auch was reingrölen, das hören denn die anderen. Wenn du dich dann immer mal entstummen kannst im Spiel, das ist dann nicht so schlimm, wenn man dich dann doppelt hört, in dem Moment, wenn du dann mal in dein Sprechrohr grölst und die Kampfesansagen anderer Mannschaften um die Ohren ballerst. Guck mal, ich sitze hier am Tisch. Hallo. Ah, ich sehe dich schon sitzen hier. Nimm Platz. Ah. Oh, da gibt's gleich eine Belobigung. Warte. Ei. Sitzung der Seebären, jawohl. Eigentlich wollte ich einen Grog haben, warte. Wo ist meine Grog-Tasse? Da. Auf uns! Was trinken Piraten denn nicht rum? Und es ist hier tatsächlich Grog. Ich weiß, ich kann dir halt nicht erzählen, wie du deinen Grog dir grabst, weil... Du spielst auf... Nein! Du spielst ja auf... Tatsächlich muss ich erstmal klarkommen hier. ja, also das mit dem Grog ist tatsächlich gerade schwierig. Ich kann dir leuchten. Ich hebe meine Laterne auf dich. Kannst du sie auch heben? Ich weiß nicht, welche siehst du? Kann sie auch löschen. Ja, das kann ich auch. Pass auf, und jetzt zeige ich dir, da will ich dich hinbringen. Pass auf, gucken Sie mich an, Sir. Ich öffne jetzt das Geheimfach, wo nur Piratenlegenden hinkommen. Ach, du ahnst es nicht. Ja, ich bin nämlich schon eine Legende auf hoher See. Schön. Schön auch wieder da zu sein. Prisma Kobold, Sound ist alles in Ordnung. Nicht zu laut, nicht zu leise. Obwohl ich böswillig, wenn es laut ist, wirklich ins Rote ausschlage. Spieltechnisch. Du lädst noch. Da ist er. Ich mache Musik. Das ist ein bisschen laut ab und zu. Athene Segen.
Ja, hier sind sie, die Legenden. Komm, darauf müssen wir jetzt mal anstoßen. Ich weiß leider nicht, wie. Wo ist dein Grog? Guck tief in die Taschen, so tief sind deine Taschen. Guck mal hier. Jawohl, und so wie du die Lampe hebst. Jawohl, und jetzt rinnen wir den Zeug. Austrinken. In einem Zug. Jawohl. Bei der Schankmaid. Oha. Schankmaid. Okay, die redet nicht mit mir. Ich glaube, ich kriege hier keinen Grog mehr. Okay. Ich taumel ganz schön. Ja, und wenn du jetzt noch Musik spielst, dann spielst du voll schief. Ja, der Grog hat's in sich. Scheiße. Ich komme nicht weg. Lass mal wieder an die Oberfläche. Das war keine gute Idee. Den Grog in einem Zug? Ach doch, das geht schon. Das geht schon klar. Der erste Grog geht immer auf die Nerven. Gehen Sie schon, Prisma Kobold? Schade. Aber danke, dass du reingeschaut hast. Ich komme nicht voran hier. 5 Schritte zurück und einen nach vorne. Das ist... Du scheinst wieder relativ fit zu sein. Prisma Kobold, danke eintrinken. Für dein Follow. Ist ja auch erst kurz. Danke. War ja kurz Mittag. So, ich bin wieder klar. Ja, ich stehe. Ja, dann kommen Sie raus. Wir gehen zum Schiff. Sturm zieht auf. Genau, zieh mal dein Schwert und halt mal Angriff gedrückt. Genau, da kannst du nämlich, wenn du es richtig timest, kannst du nämlich... Wie blockst du? Also ich mach's halt mit... Genau, wenn du dann... Rechtsklick, ja. Genau, dann kannst du, wenn du dabei springst, kannst du nämlich vor und zurück springen. Genau. So, ich mache erstmal unser Schiff schick, weil mit einem nackten Schiff lässt sich's nicht gut fahren. So, der Phönix. Dann nehmen wir eine schwarze Lackierung. Oder kommt eine edle rote. Zack. So, das Segel. Auch in Phönix. Lenkrad in Banjo-Kazooie. Kanone in Banjo-Kazooie. Kanoneneffekt. Banjo-Kazooie ist halt cool. Und die Haijäger-Flagge. So. Ui, so sieht das Schiff jetzt aus. Geil, ne? So, ganz wichtig, immer die Lichter oben am Deck löschen, weil die kann man von Weitem sehen. Wir wollen ja nicht entdeckt werden. Wir wollen ja angreifen und dann nur entdeckt werden. Genau. Genau, hier hast du Seilwinde und hiermit machst du halt das Segel hoch und runter. Hiermit richtest du das Segel aus. Gibt es jemals auf beiden Seiten. Wenn man es zu zweit macht, geht es schneller. Hier unten hast du Kanonenfässer, die ich wie folgt eigentlich immer sortiere. Dass oben alles an Kugeln reinkommt. Mhm. Und unten der ganze andere Bums wie Feuergranaten und... Da jetzt gerade was rausgenommen aus Versehen. Ah, jetzt. Ja, wenn du das nimmst, kannst du es oben halt wieder reinpacken, so. Also unten, wie gesagt, wenn das gleich fertig sortiert ist, siehst du es. Genau, zack. Ach, und hier kann man hochlaufen? Ja, da kannst du hochlaufen. Schön in den Ausguck. Da das ja deine erste Fahrt ist, gehen wir die Grundkenntnisse einmal durch. Hier ist auch eine Glocke. Ja, die kannst du klingeln. Haha, wie geil ist das denn? Ich hab gesehen, ich habe auch irgendwo ein Fernrohr hier. Genau. Du hast eigentlich einmal die Grundausstattung. Und eine Muskete.
Sehr cool. So, ich hab mal. Oh. Na, ich hab aktuell die Shotgun dabei, also die große Wummel. Wenn sie wieder runterkommen, ohne dass sie springen, sonst brechen sie sich die Gräten. Genau, hier kannst du dich aufmunitionieren. Hier gibt's Munition. Hier an der Truhe habe ich eigentlich noch Zeigen. Ich habe Zeigen gar nicht. Kann mich sogar verstecken, guck. Ach, wo ist er denn? Ich habe auch noch, warte, pass auf. Erstmal gemütlich. Oder was haben wir noch? Also ich glaube, heute werde ich ein paar Mal den hier machen. Genau, und diesen Schrank kannst du Waffen ausrüsten. Du hast halt zwei Arten. Schwert, Pistole und Scharfschützengewehr und Donnerbüchse. Also ich habe immer das Schwert dabei und variiere dann immer je nachdem wie. Achso, ich kenne jetzt quasi meine Pistole gegen die Donnerbüchse. Oh, ja. Ja, genau. Kannst du auch immer abdrücken und siehst du, wie das ist quasi eine Shotgun. Wie lange das dauert, bis er das nachlädt. Und genau, immer hier kannst du halt gleich, ich sage immer reingreifen, da ist ordentlich Munition. Hier ist der Kartentisch, der zeigt unsere Position an. Siehst du jetzt, wo ich bin? Das ist dein Haustier hier, oder? Der Fuchs? Ja. Ja, der Fuchs ist mein Haustier, genau. Wenn du auf die Karte guckst, siehst du, dass ich die Karte bewege? Ja. Genau, das hier zum Beispiel ist ein gegnerisches Schiff mit einer Handelsflagge oder beziehungsweise mit so einer Fraktionsflagge. Wenn wir das versenken, können wir die Fraktionsflagge einsacken und wegbringen. Dafür kriegen wir auch ordentlich Asche. Also, wenn du eine Fraktionsflagge hast, also ich glaube, das sind sogar Kopfgeldjäger, dann werden die auf der Karte nicht angezeigt. So, hier unten, ganz, ganz wichtig. Hier unten ist einmal das Wasserfass. Da kann man sich quasi mit seinem Eimer, kann man sich da nämlich bedienen. Weil wenn das Schiff nämlich brennt, dann ist scheiße. Dann ist hier nämlich die Hölle los. Und hier haben wir die Hölzer. Kannst dann einmal auf parat haben. Schön das Wasser fast immer voll machen. So, und du hast hier die Möglichkeit, wenn hier mal Löcher in den Rumpf geschossen werden, das ist natürlich auch, wenn du tief schießt, haben wir tiefe Löcher und hoch, hoch, dann müssen die quasi hiermit geflickt werden. Ah, okay. Da kannst du dir theoretisch einfach mal einen Satz von einpacken, wenn es soweit ist. Weil wenn wir auf Kaperfahrt gehen, gehen wir mal auf Insel und dann musst du Inventar leer haben, weil du kannst halt nicht ewig was mit dir rumschleppen. Du kannst halt nur 5 Bretter mitnehmen. Genau, hier ist das Proviant. Da packe ich jetzt einfach mal alles Essbare nach oben. Weil ich komme gleich noch dazu. Ich zeig dir was ganz Schönes. Genau, kannst du auch alles aus dem Inventar entleeren. Gut, dann haben wir das. Dann gehen wir mal an die Kanone. Nimm dir mal von jedem quasi einmal, also eine Kanonenkugel, ein Kettengeschoss und dann nochmal eine Brandbombe und eine Donnerbombe. Wenn du die alle in deinem Inventar hast, dann geh mal an die Kanone. So, und ich weiß jetzt nicht, also unten müsste Kanonenladen stehen, aber da, wo du das Inventarrad aufmachst, da kannst du einmal deine Art der Kanone wechseln. Also wenn du welche im Inventar hast, kannst du on the fly, wenn du jetzt sagst, ey, du möchtest jetzt aber oben den Mast abballern, dann gehst du auf Kettengeschoss und wählst das dann quasi aus. Das geht halt nur an der Kanone und dann lädt er auch das an, was du in der Hand hast. Ah, Kanonenkugelladen. Ja, das ist Kanonenkugelladen. Bist du dran dann? Ja, genau. Wenn du jetzt im Geschütz bist und ich mach mal dein Inventarrad auf, während du an der Kanone stehst. Ja, das habe ich schon gesehen, ja. Das kann ich. Genau. Und dann kannst du, wenn du jetzt zum Beispiel Kettengeschoss bildest, dann kannst du halt direkt gleich ein Kettengeschoss laden. Früher war das so, dass du das immer erst in der Hand haben musstest, so wie ich, und dann zur Kanone gehen. So. Warte mal, laden wir mal eine Kanonenkugel rein, damit wir feuerbereit sind. Wenn es soweit ist, holen wir das aus dem Inventar raus.
kannst du den Rest eigentlich wieder reinpacken. Na, die kommt tatsächlich nach unten. Ach, unten rein, okay. Ja, das war's eigentlich, was das Schiff angeht. So, hier haben wir ein Missionsbrett. Da kannst du Missionen, die du nicht mehr möchtest, hinhängen, spenden. Aber ich zeig dir jetzt erstmal die Fraktion hier. Warte mal, ich komme gleich mal wieder. Mir fehlt ein Emote. Fehlt ein Emote. Warte mal, wo ist denn die Kiste für die Emotes da? Emotes. Mir fehlt nämlich ein ganz wichtiges Emote. Wo ist denn das? Da. Brauche ich auf Deck verstecken? Muss dann auf die andere Seite. Und zwar das Emote zeigen. Das ist der Handelsbund. Hier kann man Handelsmissionen machen. Und jeweils auch hier aktivierst du quasi die Handelsbund-Flagge, damit wir... gib den Bonus. So, hier hinten. Hier sind die Goldmissionen. Das ist die Goldgräber-Fraktion. Und hier, bei der guten Dame hier, das ist der Orden of Souls. Hier sind die Kopfgeldmissionen. Also da jagen wir den Totenkopfpiraten. Und wenn du ein bisschen Gold hast, können wir dich einkleiden. Jetzt ist die Frage, okay, hier ist Story-Mission. Hier wäre das dann, hier könnte man dann quasi Captain Jacks Story machen, bin ich der Meinung. Aber wir zocken erstmal so rein. Jetzt ist die Frage, welche der drei Missionen Fraktion... Eine Fraktion gibt es noch hier, die hinten. Die habe ich auch vergessen. Aber hier... Genau, das sind die Skelette. Die Standardgegner im Spiel. Gibt auch noch mehrere, gibt auch mehr Monster und so. Genau, und hier würden wir uns so eine Kopfgeldflagge holen. Dann würde ich sagen, machen wir doch das als erstes. Du möchtest dann auf der Karte markiert sein? Wir sind dann markiert. Ne, dann lieber nicht. Lass uns mal erstmal was Einfaches machen. Gut, dann such dir aus von den drei Standardfraktionen. Entweder Logistik, also Waren, Gold oder Seelen. Was ist dir belieb? Die Seelen, natürlich. Die Seelen? Ja, dann hol mal eine Seelenfraktionsmission. Musst du zu ihr hingehen. Dann musst du sie ansprechen. Und das allererste ist dein Angebot von Seelen durchstöbern. Und dann bietet sie dir drei Quests an und davon kannst du dir eine aussuchen. Und wenn du eine hast, kommst du wieder zum Schiff. Das Duell mit der armseligen Crew der Silent Rose. Ja, das hört sich doch gut an. I wish you great fortune. Ja, dein Inventar kennst du ja auch. Genau. Das Fernglas, wenn du das Fernglas benutzt, ist das für die andere sichtbar. Ich weiß nicht, ob du es aus Shootern kennst. Der Lichtkegel bricht sich halt dann. Dann siehst du da so eine... die Linse blendet halt, ne? Was hast du denn noch? Okay, das ist das Fernrohr. Genau, das habe ich schon gerade ausprobiert, ja. Und man kann sogar flüstern. Wenn du es verkehrt rumhältst, cool. Wenn du es nämlich vor den Mund nimmst, kannst du... Das hören die denn? Oder du hast die Möglichkeit, die Chatbefehle zu nutzen. Wo mache ich die Chat? Da. Sprachrohr. Dann kann ich sagen, hier, Freund oder Feind. Das bitte einmal kurz was dann ausprobieren. Bitte nicht vom Beckenrand springen. Okay. Dann hast du... Was hast du noch? Der Eimer ist wichtig für Wasser über Bord schippen, wenn es voll läuft. Das haben wir noch. Der Kompass ist wichtig. Ist natürlich, da du keinen Controller hast, ist es natürlich schlechter. Aber nicht unmöglich. Du kannst den Kompass quasi vor deiner Nase halten
Und dann läuft er in einzelnen Schritten. Weil das heißt mal, dass ja, gehe 7 Schritte gen Nordwesten. Dann machst du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aber es geht halt nur, wenn du den Kompass vor die Nase hältst. Da, wo du an, da, ja, Verteidigen-Taste ist quasi zeigen und Angriff-Taste ist für dich immer. Ja, dann hast du halt die Uhr. Das, die ist halt wichtig für Frachtmissionen, weil die sind auf Zeitlimit. Und das. Eine Angel. Eine Angel. Warte, bevor du ausschmeißt. Oh. Naja, okay. Du kannst es auch so. Du kannst es auch so versuchen. Kommen Sie einmal mit. Ich hoffe, das geht hier. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Glück. Du hast die Schaufel. Wenn du einfach hier so rumgräbst, da, kannst du mitnehmen. Ach, Quatsch. So, aber jetzt nicht Angriff-Taste drücken, obwohl kannst du eigentlich mal machen. Wohl bekommst, mein Freund. Jetzt kriegst du gleich das große Kotzen. Warte, kotzt er? Hier, es darf doch nicht wahr sein. Ah, ich habe welche gefunden. Sehr gut. Dann kannst du, wenn du deine Angel jetzt ausrüstest, dafür brauchst du eigentlich auch nicht aufs Schiff gehen, kannst du vom Steg aus angeln. Wenn du den Angel ausrüstest und dann das Inventar, ja genau, wenn du dann das Inventarrad aufmachst, dann müsste da irgendwo Köder stehen und dann kannst du das auswählen, was du an Köder hast. Dann hängst du dir eigentlich da vorne an den Haken und dann kannst du die einfach mal hier ausschmeißen. Das Schwimmfische, guck. Und mal gucken. Aber auch hier der Profi-Angler ist. Immer. Na, beißt keiner an. Doch, da kommt einer. Ah, zu früh. Zu früh. Gekonnt ist gekonnt, wa? Ja, natürlich. Dann unterhalte ich dich ein bisschen. So, ich darf nicht Rechtsklick, ich darf ihn nicht hochreißen. Ich dachte, das ist hier mit Anschlagen, dass ich jetzt einen Anschlag setzen muss. Na gut, ist dann so. Du kannst auch während der Fahrt angeln. Also wenn wir tatsächlich volle Fahrt haben auf irgendeine Insel, dann du musst nicht die ganze Zeit beim Lenkrad stehen. So, du hast die Quest, dann bitte an den Questtisch kommen und die Quest vorschlagen. Hier, der Kleine. Kleine Tische. Genau. Das sind dann die Seefahrten. Genau, dann muss ich dafür abstimmen und dann kriegen wir jetzt eine Karte. Mission. Oh, zwei sogar gleich. Muss das Inventarrad aufmachen und dann steht da Mission und dann hast du die zwei Karten. Ah. Vorratsquest. Eine Karte. Und hier damit zum Tisch hier? Habe ich gemacht. Oder was musst du mit der Karte machen jetzt? Du kannst die Karte, kannst du dir mal vor dir halten mit Angriff-Taste. Das ist verteilt. Nee, ich brauche die nicht sehen, ich habe die auch. Muss die vor dir halten. Und da unten steht jetzt Captain Creed's Horden, zuletzt gesehen auf Cutlass Cay. Und jetzt müssen wir hier auf der Karte, du kannst die Karte mal aktivieren.
die Insel Cutlass Cay suchen. Du kannst auch zoomen und so, dann tauchen die Namen auf. Aber wo zoome ich denn? Das kann ich dir nicht sagen, da ich mit dem Controller spiele. Mausrad vielleicht? Nee, das tatsächlich nicht. Da die Markierung mach mal wieder weg. Kannst du mich... Genau. Gegner hier. Also ich zoome, ich glaube auf Angriff und Verteidigungstaste zoomst du. Also so ist das bei mir, glaube ich, zumindest. Damit markiere ich hier. Okay, dann kann ich dir das nicht sagen, tatsächlich. Warte, ich kann ja mal schnell in der Zeit ganz kurz mal gucken. Einstellung und zwar Tastatur und Maus. Piratenchat. Waffen wechseln. Harpune einziehen. Missionsbuch, Ruderboot. Rein und raus, du mit F. Mit F tatsächlich benutze ich den Kartentisch. Ich gucke hier gerade selber schnell mal in den Einstellungen. Doch, tatsächlich, jetzt sagt F. Karten, Missionsbuch, Zoom. F, ja, tatsächlich. Da guckst du dich ja nur um mit. Also wird die Karte angezeigt mit einem Totenkopf? Nein. Wo wir hin sollen? Du musst wirklich jetzt selber die Insel suchen. Ah, Mausrad. Ja. Ah, siehst du, und da stehen jetzt die Namen. Wie hieß die Insel noch? Cutlass Cay. Cutlass Cay. Da das eigentlich eine Anfängermission ist, sollte das gar nicht so weit von unserem jetzigen Standort sein. Nur mal so als kleiner Tipp. Ja, tatsächlich, ich hab's gefunden. Da kannst du, genau, ein Kreis bitte nur. Und dann, warte, ich lese dir gleich die nächste Insel vor. Paradise Springs heißt die nächste. Guck mal, die ist gleich links darüber. So, dann einmal, genau, das mache ich eigentlich immer. Ich richte die Karte immer ganz groß aus. Weil du kannst jetzt nämlich, wenn du hier oben stehst, musst du nicht immer runterrennen, kannst du nämlich von hier oben auf den Kartentisch gucken. Mir wird tatsächlich immer noch angezeigt, ich soll mit dem Goldsammler sprechen, um eine Seefahrt zu kaufen. Ja, das kannst du schnell machen. Das ist quasi die Anfang. Kaufst du eine, können wir gleich, wenn wir die erledigt haben, können wir die gleich mitnehmen. Das Ding ist halt, wenn du halt umso mehr Schätze du auf dem Schiff hast, nee, das ist hier Fraktion. Gold war hinten das Zelt. Weiter hinten durch und dann links runter. Ja, natürlich, wenn wir die Quests erledigt haben, haben wir keine Quests mehr. Du kannst natürlich Quests ohne Ende mitnehmen. Das Problem ist halt, umso mehr Schätze du auf dem Schiff hast, umso wertvoller sind wir für andere. Höher ist der Verlust, wenn wir angegriffen werden. Stimmt. Aber pass auf, deine Schiffs, um die Seefahrt vorzuschlagen, die du gekauft hast. Bleib mal hier. Obwohl, nee, warte, wir können eigentlich mal die Totenkopf-Dings mal markieren. Nehmen wir die mal mit. Musst du auch einmal mit abstimmen. Ja, hier ein Tisch. Sehr gut. Jetzt sind wir Botschafterflagge gehisst. So, das ist die Botschafterflagge. Bin ich mal gespannt, ob sie uns jagen. Ist eigentlich Kopfgeldbotschafterflagge. Da, jetzt haben wir nämlich auch auf der Karte eine Flagge. Diese Flagge hier hinten ist das nämlich, da siehst du auch den Kreis. Das zeigt den Fortschritt an. Und die, wenn wir ein Schiff versenken, können wir auch einsammeln und können wir verkaufen. So, du kannst hier, deswegen will ich dir einmal zeigen, wenn du hier runter guckst, kannst du nämlich von hier auf den Kartentisch gucken. Deswegen stelle ich mir das immer so ein. Und wir müssen eigentlich nach Westen, das heißt einmal den Anker hissen. Schlage die Seefahrt auf den Tisch des Captains vor. Jetzt angezeigt. Ja, das hast du ja schon gemacht. So. Dann geh mal an Steuer. Ich lasse dir die Segel runter. Wir müssen Richtung Westen kommen. Was hast du hier? Aber erstmal
aus dem Ganzen rausmanövrieren. Da hinten das Leuchtende, ich weiß das nicht, das ist ziemlich weit weg. Das ist so eine Schatzkarte, Schatzkiste, so eine versunkene. Gibt's auch, wenn du hier Möwen oder so siehst am Horizont, dann ist entweder ein Wrack oder Ressourcen da, die wir einsammeln können. Magische Kugeln zum Beispiel und so. Genau, und wenn du das Steuer jetzt mal loslässt, dann kannst du jetzt, wenn man in den Himmel guckst, kannst du entweder oben anhand der Flaggen sehen, wo der Wind weht, oder anhand des Windes. Deswegen drehen wir einmal das Segel in Wind und dann haben wir volle Fahrt. So, und gerade, das kann ich dir auch zeigen, immer wenn das hier oben ist, dieses mit dem Abgebundenen, du das hörst das auch. Okay. Du hörst das auch, wenn das gerade ist. Ja, und das war alles. Und jetzt geht's los. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir rechtzeitig gegen Westen fahren und unsere Quest erledigen. So, ich hoffe, du hast das im Blick. Ich geh erstmal angeln. Jawohl. Angeln geht auch ohne Köder, aber mit Köder kriegst du halt auch andere Fische. Komm, beiß an. Angeln ist hier richtig schwer geworden. Mit dem Fisch schön müde machen. Wochen Biest. Verdammt. Wir fangen gerade mitten auf eine Insel zu. Ja, dann weichen sie aus, Sir. Guck mal das hier an. So, man könnte jetzt theoretisch hier anhalten, weil da sind Fässer und dann könnte man was mitnehmen, aber da liegt sogar was. Ich bin gleich wieder da, warte mal kurz. Also du kannst weiterfahren, ich bin wieder da. Was haben wir denn hier? Oh, ein Totenkopfschädel. Schmeiß mal den Anker. Einfach die Taste drücken, dann knallt er gleich. Sehr schön. Nimm mal die Harpune und versuch mich mal ranzuziehen. Die Harpune? Bei mir aus dem Inventar? Ja, ganz vorne am Schiff ist die Harpune. Ah. Ja, okay, und jetzt mich. Danke. So, das ist das, was ich da gefunden habe. Ah, ein leuchtender Stein. Schädel, tatsächlich. So. Bei mir steht jetzt die ganze Zeit tatsächlich, ich schlage die Seefahrt auf dem Tisch des Captains vor. Wenn wir das eben fix machen, dann wird mir das nicht mehr angezeigt hier. Ja, das kannst du machen, aber dann ist die Quest halt weg. Oder? Eine Mission vorschlagen? Doch, du kannst es. Ich habe keine Checkpoints für Seemannsgarn. Ich drück mal für Abbruch. Kannst du nicht Mission vorschlagen? Mir wird gerade tatsächlich keiner angezeigt hier mehr. Seefahrten, setze die Segel in Reichtum. Weil ich kann hier ich kann abbrechen und
Also Seefahrten ist Schloss vor. Dann brechen wir die Fahrt Seefahrt an der Stelle ab. Jetzt. Dann machen wir halt eine Goldquest. Ja, dann wird mir das nämlich nicht mehr angezeigt hier, weißt du? So, und jetzt hast du eine neue Karte, das ist diese hier. Dann müssen wir diese Insel suchen. Sehen wir nicht schon davor? Nee, tatsächlich nicht. So, ich habe die Insel mal markiert. Wir müssen Richtung Südwesten. Die Insel liegt genau hinter uns. So, damit wir dann voll... Genau. Und wenn wir da, damit wir nicht voll dagegen knallen, mache ich schon mal das Segel ein bisschen hoch. Und dann einmal den Anker heben. Jetzt Vollgas voraus. Na, jetzt sind wir vom Kurs ab. Die Insel zu der Rechten ist das. Guck mal, da hinten ist, auf der rechten Seite ist jetzt ein Sturm. Wenn man da reinfährt, müsste man tatsächlich auch schippen. Da sind auch Möwen. Entweder liegt da Frachtgut oder ein Wrack, wo man auch runtertauchen muss. Aber ich mache das meistens so, wenn ich zum Wrack runtertauche, zu tauchen, du hast nicht unendlich Luft, dann immer mal die Schätze loslassen, die gehen dann nach oben, an die Oberfläche, bleiben da aber auch nicht ewig, die gehen halt wieder runter. Der Trick ist, wenn du zum Beispiel jetzt ein Schiff mit viel Loot versenkt hast, kannst du, wenn das runtergeht, kannst du die alle anfassen, dann gehen die wieder hoch, dann setzt du den Timer quasi wieder auf Null zurück. Ah, so. Sehr kleiner Trick dabei. Guck mal, da ist auch, eigentlich ist da gleich ein Posten, wo wir die Schätze dann gleich abgeben können. Dann können wir in der Theorie gleich eventuell vielleicht mal die Goldflagge holen, anstatt die Kopfgeldjägerflagge. Gibt aber auch Kopfgeldjäger-Quests, da müssen wir auf die Kopfgeldjägerinsel. So, schon mal Segel hoch. Paradise Spring. Bisschen zumindest. Ja, Anker werfen, Anker Schiff anzuhalten. Na, das wollen wir noch nicht. Ich will zumindest ein bisschen seitlich davon stehen. Es ist immer gut, weil kann halt auch sein, dass wir überfallen werden und dann dementsprechend schnell weg müssen. Immer so, im Flugzeug parken, ja. Jetzt kannst du den Anker schmeißen. Genau, solltest du dir auch merken, dass wenn du auf ein feindliches Schiff gehst, dass du den Anker als erstes immer fallen lässt. Denn je nachdem, wenn du zum Beispiel voll eingeschlagen hast, nach links oder rechts, schmeißt den Anker, dann dreht das Schiff auch eine Kurve. Ja. So, dann auf geht's. Hier, das ist, kannst du mitnehmen, das ist eine Meerwaffe. Reizack der Gezeit. Jetzt mach mal Angriff-Taste drücken. Und loslassen. Der Zorn Poseidons. Der Zorn Poseidons, richtig. Ja, das Ding ist, der Schatz liegt tatsächlich, da musst du die Karte mal rausholen. Sagt er dir jetzt auch, dass du das eigentlich sollst. Nutze die Karte, um die markierte Stelle zu finden. Genau da. Jetzt ist die Frage, wo sind wir? Um das herauszufinden, gehe ich meistens immer zum Kartentisch und gucke,
wo die Position ist, wo wir uns befinden. Das genau, Schiff wird ja erstmal die Karte quasi erstmal einordnen, ne? Ganz genau. So, und wir sind quasi auf der anderen Seite. Ich habe das mal komplett rangezoomt. Achso, du bist gar nicht da. Wir sind quasi an der Spitze. An der schmalen Spitze quasi, oder was? Ja, ganz oben bei E1, wenn du so möchtest. Also müssen wir einmal quer über die Insel. Genau. Ist klar. Und immer schön, die Fässer sind leer, das ist offen. Du kannst hier alles Mögliche mitnehmen. Ich loote die Insel immer gerne. Ja, hier müsste die Stelle sein. Ah, Schaufel. Alles klar. Nimmst du die Schaufel und stichst in die Erde. Ich müsste erstmal diesen Dreizack wieder fallen lassen. Glaube ich. Wunderbar. Da ist sie, die Kiste. Dem ersten Spatenstich schon gefunden. Ruhe, Schiff. Ach so. Können die auch wieder begraben? Wie cool ist das denn? Da ist einiges neu. Ich habe wirklich lange nicht gespielt, ey. So, ich gehe hier noch schnell looten. Hier sind noch ein paar Fässchen. Immer her damit. So, wir haben die schwere Kiste, habe ich am Bord hier. Habe ich in der Hand. Ja, dann kannst du die ans Schiff bringen, am besten unter Deck. Wie gesagt, ich loote halt immer noch gern für unsere Vorräte auf Schiff. Weil mit den Nahrungsmitteln müssen wir uns schließlich auch heilen. Und wenn die Taschen voll sind, dann bringst du das halt zum Schiff und kommst halt wieder, aber es lohnt sich aktuell nicht. Zumindest im größten Teil habe ich jetzt alles weggelootet. So, erstmal den ganzen Stuff wegbringen. Hölzer dahin. Kokosnuss dahin. Die und die dahin und die Feuerwerkskörper, die möchte ich jetzt gleich mal benutzen. Das habe ich nämlich noch nie gemacht. Wo muss ich die jetzt hier hinbringen? Einfach hier ablegen? Die kannst du irgendwo ablegen. Genau, lässt die jetzt einfach fallen. Ich muss das mal rausfinden, wie. Also bei mir ist es ja auf dem Controller B. Wenn ich B drücke, passiert nichts. Ich muss einmal schnell bei den Einstellungen mal gucken. Ja, das musst du dir eigentlich alles mal angucken. So, ich würde jetzt... Achso. Wird das schon so einfach sein? Nein. Drachenatemfeuerwerk, alles klar. Wollen Sie auch zugucken? Ich bin gerade noch dabei. Kann sogar zoomen, okay, das ist neu. Die Kiste loszuwerden. Sieht aus, ey. Mart, sie schien hier rum mit der Kiste. Machen Sie was. Ja, ich bin gerade tatsächlich nur am Gucken hier. Uiuiui. Schwimmen. Agieren. Auf X tatsächlich. Ah, sehr gut. Ist es verstaut. Ich werde jetzt das Drachenfeuerwerk benutzen. Es sieht wunderschön aus. Okay, gut. Das war's. Jetzt haben wir die Möglichkeit... Warte, da haben wir einen Außenposten. Oh, die beiden Schiffe, ne? Die kommen uns ziemlich entgegen. Also wenn du über den Bug guckst oder wenn du auf den Ausguck guckst und das Fernrohr gen Norden machst, siehst du einen Zweimaster. Tatsächlich. Das sind tatsächlich Feinde. Oder auch nicht. Wir sehen, dass wir wegkommen. Ja, wir haben zwei Schätze an Bord. So,
So, das heißt, wir fahren jetzt gleich sofort hier ran hier an den Außenposten. Und dann laden wir ganz schnell die Schätze ab. Und dann können wir, wenn du mal Bock hast, das ist ein Zweimaster. Ein Zweimaster ist, glaube ich, 2 bis 3 Spieler können da drauf sein. Wir können es versuchen, ihn zu versenken. Wenn du Bock hast auf den Kampf. Ja, immer. Gut, dann rüste dich mal bitte mit allem Möglichen aus. Das heißt, einmal ein Satz Kanonenkugeln, einmal ein Satz Kettengeschosskugeln, einmal ein Satz Brandbomben und einmal ein Satz, genau. Das andere. Du kannst auch die Kugeln einzeln nehmen. Also wenn du jetzt zum Beispiel nur sagst, 3 davon, 3 davon, 3 davon. Was ist immer ganz wichtig, damit du es voll hast. Ich würde auch dir empfehlen, einmal in der Nahrungskiste dir ein paar Nahrungssachen in die Tasche zu stecken. 5 an der Zahl kannst du dann tragen, damit du dich im Kampf heilen kannst. Hey, das wird aufregend. Das ist dein erster Kampf. Die werden wir eiskalt versenken. Ein Zweimaster ist schwer. Wir sind im Vorteil. Wir sind wendiger, ne? Wo ist der Zweimaster denn hin? Ah, der Zweimaster fährt an uns vorbei. Der hat also gar kein Interesse an uns. Gut, kannst du auf der Karte auch nicht sehen, ob es ein Dreimaster ist. Also, der Schatten sagt immer, dass es ein Dreimaster ist. Aber es ist tatsächlich... Wir sind ja nun ein Master. Was ich immer noch nicht weiß, ich habe immer noch keinen Namen für mein Schiff. Das weiß ich nicht, wie das geht. So, Außenposten Plunder. Oder die haben... Oh, da, die werden gerade gejagt. Nein. Einmal den Anker reinhauen. So, und einmal die Schatzkiste bringst du ins Zelt. Und der Totenkopf gehört zu den Seelenorden. Den bringe ich da mal schnell hin. Aber wo ist denn die Schatzkiste hin hier? Ja, die steht unten. Links. Truhe des Schiffbrüchigen. Genau. So, jetzt kriegst du gleich Gold. 1345 war der Totenkopf wert. Das ist immer unterschiedlich, also. Der Goldtyp ist hier. Den drückst du das jetzt in die Hand. So, und wie viel Gold hast du jetzt insgesamt? 12.473. Gut, dann kannst du theoretisch, kannst du mal hier in diesen Laden gehen und dann kannst du mal den netten Herrn ansprechen, der hat nämlich Klamotten für dich und Bärte und Hüte und hast du nicht gesehen, da kannst du dich mal angemessen kleiden. Als allererstes brauchen wir erstmal einen Hut. Ich gehe schon, obwohl, nee, warte, ich loote in der Zeit, wo du dich ankleidest. Wenn wir gleich auf Kampf gehen, dann ist es halt gut, wenn wir genug Loot haben. Ja, Seefahrt abgeschlossen. Ist halt eine Anfängerquest. Es gibt nachher auch, die werden auch immer schwerer. Sind hier keine Fässer? Doch, da. Natürlich sind hier Fässer. Ich kann mal, was haben die hier? Warte mal. Was haben wir hier für Karten? Ich nehme die mal von Schiffsack Bay mit. Die habe ich jetzt, ne? Ja, sehr gut. Looten, looten, looten. Okay, Maden und Würmer. Ich glaube, das Nötigste haben wir jetzt, ja. Gut, dann auf zurück zum Schiff. Hast du den Hut auch schon angezogen? Augenblick. Machst du hier in der Hakenkiste, Kosmetiktruhe. Und hier in der Kleidertruhe kannst du deine Sachen auswählen. Die gibt's auch auf dem Schiff. So, kein Schiff in der Nähe. Da muss man mal drauf aufpassen, die sind immer garstig, vor allen Dingen, wenn du am Outpost stehst.
dir ein Kleid gekauft? Ja. Schick. Das sieht cool aus. Das ist die Jägerjacke, nennt die sich. Ah. Ich weiß nicht, wo du deine Emotes machst. Wenn du ein Emote machst, dann kannst du dich nämlich angucken. Rest fly. Ja, wo die Emotes, das weiß ich tatsächlich, aber das kann ich noch schnell rausfinden. Ich guck mal, wo die Schiffe abgeblieben sind, wenn wir auf Jagd gehen wollen. Oh, die fighten. Das heißt, wir müssen gehen Norden. Komm, wir müssen uns beeilen. Jawohl. Da machen wir mit. Wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte, weißt du doch. Ja, jawohl. Eiskalt versenken. So, dann einmal hart nach Norden. Jawohl. Rest Blei. Du immer deine Aussagen hier. Der Wind, ja, so. Da vorne sind sie auch schon. Nee, das ist ein Geisterschiff. Egal, die müssten aber jetzt vor uns auftauchen. Wenn wir jetzt gerade Nord... Ja, bleib erstmal so. Oh, dann noch das Segel richtig in Wind, damit wir volle Fahrt haben. So, perfekt. Ich hoffe, du bist ausgerüstet, Munition aufgeladen. Jawohl. Sehr cool. Raue See. Ah, ich finde, das sieht immer noch so hübsch aus, ne? Ja. Das mag ich tatsächlich auch sehr leiden. Ich sag dir, wenn du ein paar mehr Leute hast, dann schockt das richtig. Dann müssen wir Helmut dazu kriegen. Ja, das wäre was. Ist auch aktuell bei mir im Stream drin. Helmut, wenn du das hörst, du musst auch Seefahrer werden. Herzlich eingeladen, an Bord des Roten Fuchses zu kommen. So, wo sind die denn hin? Die müssen direkt vor uns sein. Das ist aber ein Skelettschiff. Das ist nicht... Ich gehe mal in den Ausguck. Passen Sie auf, dass wir ja nicht irgendwo gegenballern. Ja, das ist nämlich fast so weit. Obwohl, da können wir auch durchfahren, so ist es nicht. So, wo haben wir die denn? Sind hier links von uns Schiffe? Links? Nein, tatsächlich nein. Hä? Es gibt auch die Fähigkeit, dass du das Schiff unter Wasser bringst, ne? Habe ich auch schon gesehen. Sind die unter Wasser? Nee. Das wäre fies. Die müssen vor uns sein. Direkt vor uns. Wo seid ihr, Landratten? Da vorne. Da vorne ist ein Einmaster. Rechts von uns der oder wo? Tatsächlich, ja, ein bisschen Backbord. Nee, was war Backbord? Links war Backbord, ne? Ja, Steuerbord ist rechts. Ja, mehr Steuerbord. Hoffentlich wird das Wasser nicht pechschwarz, weil wenn das Wasser pechschwarz wird, dann kommt nämlich die Krake. Und das ist für den Einmaster eigentlich kein so ein geiler Gegner. Das Skelettschiff, was uns jetzt auflauert, da hinter uns, hinten links. Hoffentlich greift uns das nicht an. Das sind NPCs, oder? Ja, das sind computergesteuerte Spieler. Genauso wie die Insel. Die Skelette, die da drauf sind, sind aber garstig. Die schießen auf uns. Ja, ich höre auf jeden Fall Kanonenfeuer. Die werden uns nicht treffen. Und wenn dann... Oh. Oh, das war knapp. Die schießen wirklich gut. Ah, guck mal, voraus. Stimmt, voraus. Oha, die Legende würde gefürchtet. Captain Moonless 228. Ah, ich muss das öfter spielen, ey. Das ist wild. Was ist da los? Schiff da hinten. Ah, das greift uns nicht an, ne? Oder kommt das nicht hinterher? Ne, es kommt nicht hinterher.
Jetzt wird's spaßig. Am besten kommt noch der große Hai, das wäre noch wilder. Oh, wir kriegen Nebel. Das heißt, das wird interessant. Ja, es ist ein Master und zwei Master, die gegeneinander kämpfen. Oder auch nicht kämpfen. Warte mal, steht der Wind noch gut? Wir holen nämlich nicht auf. So, Wind steht gut, Segel ist komplett unten, perfekt. Ja, du müsstest sie jetzt auch sehen vom Steuer aus. Kannst du loslassen, Steuer erstmal. Ja, ich sehe sie. Da vorne sind sie. Und das sind auch die beiden Schiffe, die markiert sind. Ja, das sind die beiden Schiffe, die markiert sind. Wir sind also direkt auf der Jagd. Segel noch mal einstellen. Oh, ich mach gerne mal Piraten jagen. Vor allen Dingen macht das Spaß. Vor allen Dingen, du hast ja gesehen, was. Also, das war jetzt eine leichte Quest, aber stell dir mal vor, du hast jetzt hier. Ich habe mir mal eine Quest vom Kartentisch genommen, vom schwarzen Brett. Da sind ein paar mehr Schätze drauf. Und wenn du dann. Eine ganze Menge Arbeit drin reingesteckt hast, gibt ja auch Rätsel und so. Ja, dann ist das natürlich ärgerlich, wenn dir da so ein Einmaster dir die Show stiehlt und dir dich beklaut. Weil deswegen, wenn wir auf größeren Inseln sind, immer mal gucken am Horizont, wenn du am Horizont bist und nicht in tiefen der Insel, gucken, ob da sich irgendeiner nähert, weil man kann sich dann immer noch verpissen und der andere kann auf der Insel bleiben, weil das habe ich auch schon gemacht mit Prisma Kobold zusammen. Wir sind rangeschlichen, also sie ist vorbeigefahren, ich bin vom Bord gesprungen und habe dann einfach Schätze einkassiert. Oh, da ist ein Bart, wo hast du ein Bart her? Den habe ich vergessen auszurüsten gerade. Der ist hier gerade gewachsen. Sind wir so lange schon auf See? Ja. Mann, wild. Da applaudiere ich für dich. So. Nee. Auf jeden Fall ein super geiles Game. Muss ich jetzt sagen. Steig mit ein. Hol dein Instrument und steig mit ein. Wir kommen und holen die uns. Ich weiß nicht, was das hier ist. Wir werden es wohl gleich erleben. Vielleicht muss man hier tauchen. Das kann auch möglich sein, aber. Wir wollen sie jagen. Die kommen auf uns zu, ne? Ja, der eine brennt schon. Ja. Die Legende gefürchtet. Captain Moonless 228. Ja, die haben sie fertig gemacht. Mach dich bereit, Mr. Slighty. Es geht los. Jawohl. Guck, da knallt's. Oh. Sie kämpfen noch. Geh los! Genau, halte dich schon mal bereit. Kriegen eine volle Breitseite. Denk daran, dass du immer gleich nachlädst. Warte mal, geh mal auf die linke Kanone. Ich will nicht in deren Kanonenlinie fahren. Aber du musst aufpassen, die können uns auch entern, ne? Ich mach mal ein bisschen das Segel hoch. Ah, gleich ist dann Schussreichweite. Ja, die fahren schon wieder weg. Die sind hinter dem einen hinterher. Du könntest jetzt mal deinen Giant Sprachchat im Game wieder anmachen und deinen Sprachrohr reinmachen und mit den kommunizieren. Ja, Augenblick. Ich habe tatsächlich habe ich das als Push to Talk. Linke Alt-Taste, okay. Bleiben Sie stehen! Es gibt kein Zurück mehr. Ist so geil, ey. Nicht vom Becken ranspringen. Oh,
Ah, sie haben hier Vordersegel runter. Also jetzt rechte Seite, Mr. Slidy, rechte Seite. Du könntest feuern. Ich sehe gerade nur noch Wellen, warte. Ah, kein Treffer, oder? Beschuss? Ich wurde getroffen, ich gehe reparieren, alles gut. Sie haben uns gerammt! Wir sind hier an Bord. Ah, scheiße, ich bin auch tot. So, deine Seele muss den Fährmann anbieten, dann bist du schneller wieder da. Wenn ich tot bin, dann kann ich hier... Flamme des Schicksals. Ja, darf ich dir vorstellen? Das ist der Fährmanns Platz. Hier fühle ich mich wohl. Und ich darf zurück. Tschüss! Ah, verdammt! Verdammt, verdammt! Darf auch zurück. Ah, sie haben unser Schiff versenkt. Ah, ich bin schon wieder tot, verdammt. Sie haben uns versenkt. Das habe ich mir anders vorgestellt. Das sind Franzosen. Dreckige Franzosen. Konntest du schon rausgehen? Ja, tatsächlich. Also ich habe aber noch Ladebalken. Hast du das auf einer HDD? Ja, ich hätte es mal auf mein SSD ziehen sollen. Ja. Schade, ich habe mein Headset nicht am Controller, sonst könnte ich schnacken. Gut, dein Schiff ist gesunken, Botschafterstatus verloren. Aber das ist nicht schlimm. Warte mal, bevor wir aufs Schiff gehen, lass mal hier die Fässer looten. Ich habe noch alles. Okay, bringen wir das, was wir haben, wieder zurück an Bord. Und dann looten wir hier ein bisschen. Ja, dann hast du das mal erlebt, wie das abgeht, wenn man kämpft. Mal Licht aus, so. Erstmal alles wieder zurückpacken. So. Das kommt wieder nach oben. Sehr gut. Natürlich muss ich jetzt wieder alles neu sortieren. Ja, Freunde, Ordnung muss einfach sein. Ist so, weil unten kommen nachher die ganzen gebratenen Sachen rein. Und in den meisten Fällen die gebratenen Sachen immer mehr bringen. Und die ganzen Leute sowieso immer nur oben klauen. Die gucken gar nicht nach unten in die Fässer. Meistens. Ist mir also aufgefallen zumindest. So, wieder zurück auf die Insel, weiter looten. Wir können jetzt natürlich auch den Server verlassen und einen neuen Server nehmen. Zum Beispiel, dass wir dann eventuell mehr Spieler haben. Leer. Liegt hier vielleicht noch irgendwas? Weißt du, was wir mal machen können? Das würde mich mal interessieren. Wir fahren jetzt mal zu diesem blauen Schimmer und halten da mal und... tauchen ja. Da mal runter, mal gucken, was es da gibt. Das kenne ich nämlich selber noch nicht. Und ansonsten, ich habe ja noch eine Karte. Die können wir eigentlich auch anpindern. Ich habe jetzt hier noch Stuff. Also bewaffnet sind wir gut. Brett hier noch rein. Die Nahrung hier noch rein. Sehr gut. Ja, der Nebel ist direkt vor uns hier. Da fahren wir jetzt auch hin. So, dann einmal den Anker runter, bitte. Oh, ein bisschen vom Schiff. Oh, was? Gefallen. Schiff? Von wo? Ach, du bist vom Schiff gefallen. Ich habe jetzt verstanden, da kommt ein Schiff an.
natürlich sein, dass die noch irgendwo sind hier. Ja, da musst du halt aufpassen, die ändern einen auch super schnell. So, Anker lichten. Ich vermisse so ein bisschen ein Fadenkreuz beim Zielen. Wo sind denn meine Waffen? Ah ne, ich muss ja nur die Taste drücken. Ja, hast du tatsächlich nicht. So, lichtest du den Anker? Jawohl. Ja, nach vorne schieben. Also sich festhalten und nicht mitdrehen, das machen wir nicht. Ich lass dich Kiel holen. Oh nein. Hier gibt's leider keine Zelle. Ich hätte die sonst eingesperrt. So, ist das blaue Leuchten überhaupt noch da? Ja. Ich sehe das gar nicht mehr. Ach, da. Ist direkt vor uns. Darauf ein Lied. Ja, ich stimme sofort mit ein. Aber ich will ein ganz bestimmtes singen. Hör mal auf. Ja, jetzt kannst du mit einsteigen. Ich sage, das können wir furchtbar gern öfters machen. Ja, sehr auf gerne. See fahren. Aber wir sind tatsächlich da. So, jetzt bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Ich weiß das wirklich nicht. Ab ins kühle Nass. Was ist das? So ein dunkler Wirbel hier, ne? Ja. Ich will ja nicht ersaufen, aber was ist denn das? Oder kriegen wir hier Luft? Guck mal, das ist ein Korallenriff. Schrein des Korallengrabs. Oha, guck mal, da glänzt was Goldenes. Aber wie kriegen wir jetzt hier Luft? Mit Sprinten kannst du auch schneller schwimmen, ne? Oder ist hier die ganze Zeit Luft durch die Korallen? Nee, guck mal, da sind Luftauslässe. So Korallen, wo so Bläschen hochkommen. Da kriegen wir bestimmt Luft her. Ich schwimme mal direkt auf eine zu. Ja, du hörst es, wenn der Pirat dann so ganz leicht am Rummogen ist. Tatsächlich, hier kriegt man Luft. Okay, gut. Ja, dann können wir uns hier mal umgucken, ob hier irgendwas ist. Hier ist so eine kleine Höhle. Oh, warte. Ich kann da nicht durchschwimmen. Oh, oh. Kommt man denn da rein? Kann man das kaputt machen? Nee, Musik hilft auch nicht. Oh. Was ist das hier denn? Das ist eigentlich so eine Statue, wo man Juwelen von bekommt, wenn man die bekämpft. Die mit den roten Augen sind am gefährlichsten eigentlich. Hier ist noch eine. Muss man der was geben? Wurfgegenstände? Mehr? Hier ist alles voll mit denen, ne? Diesen Statuen. Ja, vielleicht muss man denen tatsächlich was in die Hand drücken. Oder man muss den drohen. Ja. Versuch's. Hauptsache, die Meerkreaturen kommen nicht. Kann auch sein, dass das eine Quest ist von jemand anderen. Aber hier irgendwo lag doch was. Ist mal wieder ein bisschen höher. Voll schlimm die ganze Zeit unter Wasser. Das fühlt sich nicht richtig an, auf jeden Fall. Vor allen Dingen so lange nicht, nee, das stimmt. Aber das ist so eine Wasserbarriere, die vor der Höhle ist. Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, wie man die durchbricht irgendwie. Aber die Figuren, die haben hier
Die haben zumindest so eine Position von der Hand aus, dass die irgendwas haben wollen. Es kann auch, wie gesagt, eine Quest von jemandem sein, der hier auf dem Weltmeeren-Server spielt. Und der die Gegenstände erst suchen muss. Jedenfalls schwimmt ja ein Hai hinterher. Was? Ne, scheiße. Ich gehe in die Höhle. Ich habe noch eine Höhle gefunden. Komme ich wenigstens hier rein? Oh oh. Ne, ich komme hier auch nicht rein. Dann zücke ich mal eine Kanone, Alter. Den schieße ich vom Himmel. Tot. Wo ist das Fleisch? Braucht dringend Sauerstoff, glaube ich. Macht deine schon? Hey, aber ich möchte das nicht irgendwie rauszögern. War denn dieses glitzernde Teil, was ich gesehen habe? So, auch jetzt so komische Musik hinter diesem Hai. Ich bin tot. Warte. Nicht den. Oh scheiße, ich brauche Luft. Warte, ich hole dich zurück. Nicht den Fährmann anbieten. Ich brauche nur ein bisschen Luft. Ich habe aber rausgefunden, über dem Portal, über der Barriere ist ein Teil. Wenn du da drauf schießt, sieht das so aus, als wenn das auf jeden Fall Schaden nimmt. Ich hole dich zurück. Oh, Schwein gehabt. Da ist er direkt wieder. Oh nein, mehr Kreaturen. Ich habe auch keine Munition mehr. Oh, ich bin tot. Ich auch. Scheiße, das sind die. Ja, dann können wir anbieten, den Fährmann. Mehr Kreaturen sind aufgetaucht. Das ist ja widerlich. Ich möchte anderes Feuer haben. Was kriege ich jetzt für Feuer? Völlig inakzeptabel. Achievement freigeschaltet. Das ist ja cool. Scheiße. Aber da war über der Barriere war wie so eine Statue. Die ja, so ein Kristall. Ich hab gesehen. Vielleicht müssen wir das auch. Dass man den zerstört und dass das Kraftfeld dadurch kaputt geht. Das kann sein, ja. Dass die mehr Kreaturen vielleicht diesen Kristall beschützen. Ja, die sind ja nur gekommen. Warte, habe ich Nahrung dabei? Ne, ich muss mir Nahrung mitnehmen. Dann kann ich mich wenigstens auch heilen unter Wasser. So, 5 Bananen. Let's go. Hoffentlich säuft unser Kahn nicht ab, weil... regnet. Also das nächste Mal werde ich das auf jeden Fall auf die SSD rüberziehen. Na, da hinten ist ein Totenkopf. Groß. Dreimaster. Ja, das wäre vielleicht klüger. Vor allen Dingen auch, weil es... Na, durch das Spawn, ne? Es geht schneller. Vor allen Dingen mit dem... Bist du schon wieder runter? Ich bin tatsächlich immer noch im Ladebildschirm. So, weil deine Leiche da unten. Dann schwimme ich auch noch nicht runter, dann bleibe ich auch noch auf dem Schiff. Ja, das ist schon cool gemacht. Okay, wenn wir den Stein jetzt zerstören und das wirklich da reingeht, dann hast du es herausgefunden. Scheiße, die Meerkreaturen kommen sogar hier hoch, ey. Verpisst euch! Die beschießen mich. Ich glaube, die finden das nicht gut, was wir getan haben. Nee, das ist wahrscheinlich deren Zuhause. Aua. So. Was merkwürdig, ich habe tatsächlich immer noch einen Ladebildschirm. Also diese HDD wird auf jeden Fall ausgetauscht.
Nein, ich möchte. Wie oft möchtest du dich verdrücken? Ich persönlich würde jetzt noch schnell den Ladebildschirm nutzen für eine kurze Toilettenpause. Tun Sie das. Ich wäre direkt im Anschluss wieder da. Ah, kein Problem. Nee. Erstmal wieder klarkommen damit, so. Und dann die rote Klinge. So, ihr mehr Fuzzis. Was? Warum habe ich denn? Ich möchte gern die Pistole. Und die rote Klinge auf die 1, genau. So. Aber ihr donnert mir hier keine Löcher rein, ne? Ne, das macht ihr nicht. Wo seid ihr? Au. Bananensnacken. Ich vermute echt so langsam, dass sich da irgendwas aufgehangen hat hier. Das ist doof. Keine Munition. Verdammtes Meervolk. Ja, weil dein Cursor ist noch da unten. Also wenn ich auf die Karte gucke, kann ich den ganz besonders sehen. Ja, pass auf, sonst gehen wir aus dem Spiel raus und ich lade dich neu ein. Dann starten wir halt neu. Machen wir das so, ja. Das ist ja nicht so schlimm. Daran soll es Das nicht scheitern. ja, das ist das kleinste Problem, glaube ich. Dann sag Bescheid, wenn ich dich einladen kann, und dann geht's wieder los. Piratenleben. Schön die Geschichte von Captain Jack Sparrow spielen. Möchtest du der vorherigen Sitzung wieder beitreten? Ja, nee, möchtest du nicht, weil dies gibt's nicht mehr. Oh, jetzt habe ich okay gedrückt. Ist nicht schlimm. So, Freunde einladen. Zack. Einladung gesendet. Man kann ja auch richtig Geschichten spielen, aber teilweise sind die echt schwer und rätselhaft. Das find ich cool. Aber ich weiß noch, dass ich habe mit Prisma Kobold so hart an den ersten Quests. Das können wir vielleicht mal machen, wenn Prisma Kobold ein bisschen mehr Zeit hat. Muss Dann mal können wir gerne, das ja. ja mal. Dann können wir das echt mal zusammen machen. Vielleicht dann auch als große Crew. Das stelle ich mir super interessant vor, auf jeden Fall. So, ich wäre jetzt noch mal einladbar quasi. Okay, schicke ich dir noch eine. Das Geile ist auch, also ganz, ganz früher, ich habe das ja gleich gespielt, als das rausgekommen ist. Da hatten wir auch zwei Master. Dann sind wir damit zusammen gesegelt. Das war so wild. Ich habe tatsächlich auch noch keine Einladung gekriegt hier. Oh, jetzt habe ich dir schon die zweite geschickt. Könnt ihr auch gerne nochmal die dritte senden?
Du kannst mir nicht beitreten oder so, ne? Ist ja über das Xbox-Menü, ist ja. Das ist eine sehr gute Frage, tatsächlich. Du kannst mal Windows G drücken. Das öffnet das, das Xbox-Menü am PC. Ach, Quatsch. Das ist ja cool. Ja, und da solltest du eigentlich auch die Einladung annehmen können, weil es ja ist ja gekoppelt. Ich melde mich da jetzt mal kurz mal an. Das ist meine Freundesliste. Xbox Social. Mhm. Tatsächlich schalte ich das mal eben frei. Ah, jetzt spielen. Das ist cool gemacht. Das wusste ich noch gar nicht. Ah, guck mal. Sind die Einladungen da? Ich kann auch einfach jetzt Spiel beitreten. Ja, cool. Ja, cool, ich kann einfach so zu dir reinjoinen. Ja, das ist cool ja, gemacht. Geil. Let's go. Das erleichtert das ja auch mal einiges. Ja. Vor allem, wenn du dann tatsächlich doch nochmal einen Hänger hast oder so. Ja, das ist dann merkwürdig, denn... Weiß ich nicht. Ist ja eigentlich eine neue HDD, ne? Ist ja dein neuer PC. Nee, das ist tatsächlich die alte HDD aus meinem alten PC, die ich mit rübergenommen habe. Ja, okay, gut. Dann ist die vielleicht damit ein bisschen überfordert. Ist tatsächlich, ja. Ich werde die einfach weiter drin, ich werde eine neue besorgen. Und ja, die alte ja einfach für, als Backup. Kennst du für irgendwas? Videos, Bilder, genau. Ich meine nachher deine ganzen Stream-Sachen. Für irgendein Office-Kram oder sowas, ja. Ich habe eine Notiz erhalten. Achso. Was steht denn da? Season 9 beginnt. Achso. Du kannst ja auch diese Notiz mal durchlesen. Das ist der Piratenkodex. Habe ich die Mission jetzt noch? Ne, habe ich nicht mehr. Gut. So, Schiff anpassen. Machen wir wieder den Phönix ran? Ja, komm, machen wir den Phönix ran. Oh, ich habe so viele Flaggen, ne? Richtig viele. Dekoration. Das würde ich auch gern machen, aber kann ich irgendwie noch nicht. Ja, hat er jetzt genommen. Ja, du entscheide gerne, was wir für eine Quest machen wollen. Dann kannst du die kaufen. Du kannst ja von jedem Quest tatsächlich einmal von den Goldtypen kannst du dir eine kaufen, von den Seelenorden. Können wir alle mal einmal durchmachen. Okay, das hat er übernommen. Doch wieder eine Donnerbüchse haben. Ja, damit, danke. So, ganz schnell mal Fessel sortieren. Holzsammler habe ich gekauft jetzt. So. Wonderful to see you. Do take care out there. Geht das auch? Kann man das auch wechseln? So. Die nach unten. Die nach oben. Was ist eigentlich das rote Signal, weißes Signal? Ich möchte mal so ein rotes Signal laden. Ich habe tatsächlich mal was auf den Tisch gelegt. Oder? Ja, ich komm. Schnell, schnell, ich komm. Ich rufe wieder an. Ich muss das rote Signal mal. Was haben wir denn hier?
abgestimmt, ja. Tatsächlich wurde mir nichts angezeigt zum Abstimmen. Sehr gut. Jetzt haben wir die Gold. Also da werden wir nicht mit markiert, bin ich der Meinung. Oder doch, ich weiß es nicht. Kann sein, dass sich das geändert hat. Ich guck mal schnell. Nee, damit sind wir nicht markiert. Gut. So, unsere Quest ist, wir sollen Treetrock Isle, wollen wir einmal. Können Sie einmal auf der Karte gucken, wo Treetrock Isle ist. Treetrock Isle. Eigentlich darf es nicht so weit weg sein von uns. Da ist schon wieder so ein Jägerschiff. Ja, habe ich gefunden, tatsächlich. Genau, dann ist die nächste ist Farktooth Key. Ja. Gut, dann einmal komplett rauszoomen bitte und dann... Das ist ja eigentlich quasi nur Richtung Süden. Und dann haben wir... Ja. Cool. Also direkt nach Süden. Auf geht's. Oh. Auf nach Süden. Alles klar. So, Licht noch am Deck aus. Auch wenn es schön ist. Aber... Ich möchte geheimnisvoll segeln. Da hinten ist ein Einmaster. Der kommt hierher, glaube ich. Lass uns den jagen wir. Also hart Backboard. Oh, warte. Warte. Das schaffen wir nicht, glaube ich. Oder? Schlag mal ganz... Oh. Nee. Ah, doch. Das knapp. Knappe Kiste und jetzt wieder komplett einschlagen. So, wo ist denn der? Das habe ich nur aus den Augen verloren. Da vorne ist er. So, ich stimme schnell das Segel ein. Volle Fahrt voraus. Links von der Insel, ja? Also der fährt tatsächlich jetzt direkt hinter der Insel. Ist das Jägerschiff? Ne. Nicht markiertes Schiff. So, ich stecke mir schon mal Nahrung in die Tasche. Ne? Zack. Ich nehme mal ein paar Bretter. Ne, die Bretter kann ich holen, wenn es soweit ist, oder? Komm. Aber Kanonenkugeln und so. Und Dings. Feuer. Diese Feuergläschen, die kannst du auch schmeißen, ne? Als Brandbombe quasi, oder was? Genau. Das andere ist so Splitter. Ah, guck mal. Warte. Hast du ganz beigedreht? Bin jetzt auf Parallelkurs quasi. Okay, lass mal kurz Lenkrad los. So, jetzt wieder hochziehen den Anker. Schnell. Wir haben eine Frontalwende gemacht. Schnell. Der war ein Treffer. Ich hab getroffen. Ich mach mal Segel schnell hoch, damit wir schneller drehen. Treffer. Ja, pass auf, wir sind gleich in seiner Kanonenlinie, ne? Wir können nicht schießen. Ich drehe ein bisschen bei. Ich mache ein bisschen mehr Segel. Ah, die hauen ab, die wollen nicht kämpfen.
Entweder ist er alleine oder zu zweit, je nachdem. Da haben wir Wind in den Segeln. Naja, schnappen wir nicht uns Wind. Trotzdem. Wind kommt von vorne. Ja, natürlich, natürlich. Was du vielleicht noch machen musst, ist, wenn du lenkst, dass du hier zum Beispiel die Segellänge und die, den Segelwinkel immer mal einstellst, wenn ich vorne am Kämpfen bin. Das kriege ich hin. Ja, du musst ja nicht permanent am Lenkrad bleiben. Fahr mal links um die Insel. Die wollen bestimmt ihre Schätze abliefern. Das machen die auch ganz gerne, dass die das Schiff weiterfahren lassen und dann einfach mit dem Schatz vom Bord springen. So, jetzt wieder gerade. Das lasse ich nicht zu. Wind ist gerade nicht so günstig. Ah, die sind angehalten. Rechts beidrehen, bitte. Und mach das Segel mal ein bisschen kleiner. Ich werde an Land gehen. Ich werde so attackieren. Machst das Segel ein bisschen auf Halbmast und dann bist du ein bisschen langsamer. Dann kannst du kannst auch das Segel, wenn du auf Schussbasis bist, kannst du es komplett einfahren. Musst das Lenkrad aber gerade lassen, sonst dreht sich das Schiff. Dann kannst du jetzt permanent drauf feuern. Oh, du fährst, glaube ich, gleich gegen Baum. Gegen Stein. Wenn du das Segel komplett hoch hast. Nein, ich bin tot. Verdammt. Scheiße. Ich gehe zum Fährmann. Haben die dich getötet? Ja. Einer davon. Aber der hat Schätze an Bord. Und zurück bin ich. Ah, die SSD in der Xbox macht schon was her, ey. Wenn das Segel nämlich ganz oben ist. Drehen jetzt ein bisschen bei. Können wir theoretisch drauf schießen. Na warte, wir drehen zu viel. Ne, lass mal einen Anker nach oben. Ja, direkter Treffer. Wir drehen uns zu sehr. Ja, ich bin schon am Gegensteuer. Wir werden geändert. Pass auf die Leitern auf. Er ist hier oben. Stirb! Bastard! Er ist tot. Shit. Bisschen weiter. Du kannst vielleicht auch versuchen, mal rüber aufs Schiff zu gehen. Sehr schön. Schöner Treffer. Na, da kommt wieder einer. Es sind zwei Leute. Er ist am Wasser. Ich bin tot. Scheiße. Hol's mich wieder schnell. Ich lieg oben am Steuer. Und das Schiff brennt. Sehr schön. Ich muss jetzt erstmal. Ah, kommt wieder einer. Achtung. Er ist hier oben. Tot. So, dafür kriegen die jetzt noch einmal der Kanone. Das war ein astreiner Treffer.
gibt's noch ein Feuer hinterher. Habe ich noch ein Kettengeschoss? Ja, ich habe noch Kettengeschosse. Wollen wir mal den Mast zu Fall bringen? Passt du kurz auf das Schiff auf? Ich gehe rüber. Pass auf. Na, die kommen nämlich schon wieder. Ich hab's gesehen. Lässt du mich mit zwei allein? Ja, die kommen. Die werden. Ja, die haben mich getötet. Verdammte Scheiße. Na, die kommen jetzt. Das kriegst du hin. Wenn ihr Schiff gesunken ist, könnt ihr sowieso nicht mehr spawnen. Aber ich weiß nicht, ob die jetzt die Schätze in der Zeit schon weggebracht haben. Dann ist das natürlich sinnlos, der Kampf. Aber du hast mal gekämpft. Bin tot. Ah, scheiße, ich bin auch tot. Ja, wenn die mit den Kanonen schießen, dann musst du halt gucken, dass du ausweichst und dann dementsprechend kannst du ihn säbeln. Das ist also besser im Nahkampf mit dem Schwert. Tot? Nee. Er ist verdammt schon wieder tot. Die haben unser Schiff gegen Dings fahren lassen, gegen den Berg. Wo ist er? Der ist unten. Bin auch tot. Wo der gerade eine volle Kanonenbreitseite von mir gekriegt hat. Ja, so viel zieht die tatsächlich nicht ab, die Shotgun. Ich bin tot, fuck. Hast du? Ja, auch. Ja. Ja. Dann hol mich wieder, schnell. Oh, oh, komm schnell. Mit dem Eimer, das. Schmeiß mal den Anker, dass wir stehen. Ich fahr gerade schnell an dem Stein auch vorbei, das hätten wir nicht mehr geschafft. Ich flieg mal die Löcher hier. Kommt wieder einer, Achtung. Oder? Wo ist deren Schiff denn? Sind die tatsächlich untergegangen, ja? Soll das so sein? Also haben wir die Schlacht gewonnen. Das war doch hier, oder nicht? Ja, bin ich auch der Meinung. Ja, die haben die eiskalt versenkt. Warte, wir machen mal eine Kehrtwende. Das ist auch ein taktisches Ding, dass wenn du mitten im Kampf an denen vorbeifährst, dass du dann Kehrtwende, also komplett nach rechts oder links einschlägst, den Anker droppst und dann zusammen wieder hochziehen. Ja, dann haben wir die Schlacht wirklich gewonnen.
Aber es gab keine Schätze. Weil sonst würde das hier blinken. Ich fahre nochmal auf die andere Seite. Ich bin der Meinung, na, hier war der Felsen. Da hinten ist noch ein Schiff. Kann auch sein, dass die entkommen sind. Ne. Slidey, guck dir das an. Segel hoch, Segel hoch. Schnell auf die andere Seite. Segel ist gelichtet. Sehr schön, guck dir das an. Das sind die Schätze, die sie an Bord hatten. Spring, spring und hol die Scheiße rein. Oh, Junge. Ist das geil. Ist kein versenkt, den Garn. Wie geil. Ich versuch's mit Dings, mit... Oh, ein Sprengfass, wie geil ist das denn? Nee, ich will dich, die Laterne. Kanonenkugelfass. Okay, weg damit. Ich bin auf dem Weg zum Schiff. Hä? Ach, das wird jetzt... Okay, packen wir das mal dahin. Ah, cool, das wird jetzt automatisch. Ja, wir müssen natürlich gucken, das kann sein, dass die halt wiederkommen jetzt, ne? Dass die ihren Kram wieder haben wollen. Wir fahren auch gleich zum anderen Outpost damit. So. Ich will nur die Schätze haben. Alter, wie geil ist das denn? Da ich, und du siehst selbst, wie viel das ist, ne? Ja. Das ist, was meinst du, wie die sich jetzt in den Fuß beißen, Alter? Da kommen zwei Piraten an, die einfach nichts machen und dann gleich so den guten Stuff haben. Guckst du mal am Horizont, ob irgendeiner auf uns zukommt? Ich bin gerade wieder im Wasser. Warte, ich mach das, ich guck gerade mal schnell. Na, vielleicht haben sie sich auch den Ort nicht gemerkt. Das musst du dir auch immer merken. Dass wenn du kurz bevor in den Kampf gehst, dass du dir immer merkst, welche Insel in der Nähe war. Das war ich. Das warst du? Du kannst mal das, was ich alles hier an Deck... Ach, du bist gerade wieder ins Wasser. Ich stehe hier hinter dir. Ich bring's nach unten. Ja, genau, du kannst das alles immer nach unten bringen. Am besten in die äußerste Ecke. Oder da, wo das Bett steht, ist auch gut. Scheiße. Muss mehr nach links. Einfach abgezogen, Alter. So viele Schätze, ey. Muss man bloß sehen, dass wir die schnell sichern. Ja, auf jeden Fall. Der Laderaum ist bald voll. Sehr gut. Große Beute gemacht noch. Das auf jeden Fall. Ich glaube, der Kram geht schon unter, kann das sein? Ne, geht noch nicht unter. Sehr gut. Muss man schnell gucken, ob hier ein Schiff kommt.
Sieht alles gut aus. Es kommt auch keiner. Wir können Glück haben. Versucht den noch zu angeln. So, dann haben wir jetzt alles. So, ich fahr mal ein bisschen ran an die Insel. Guck bloß nicht in den Lagerraum, du kriegst einen Koller, wenn du da ziehst. Wieso? Das ist voll. Glänzt das da so schön gerade? Das ist mehr als voll. So, ich zieh uns mal ran an die Insel. Meinst du, dass wir es direkt hier abgeben denn, oder? Ja, können wir theoretisch, ja. Kürzester Weg, ne? Aber ich möchte einmal in Fluchtweg stehen. Falls sie tatsächlich hierher kommen. Ne? Zwischen abhauen können, ja. Genau. Möchte uns noch einmal näher an die Insel ziehen. Das ist ja mal super heftig, wie lange müssen die unterwegs gewesen sein dafür? Wie zieht man das noch ein? Das nimmt gar kein Ende hier gerade. Wie zieht man die Harpune denn nochmal ein? Die kaputten Gläser, ja. Das ist, was du gerade da getragen hast, das ist Frachtware. Da gibt es auch drei Typen von. Es gibt einmal Gläser, die dürfen nicht erschüttert werden, darfst du nicht springen mit. Es gibt Pflanzen, die müssen regelmäßig gegossen werden. Es gibt Stoff, der darf nicht nass werden. Ansonsten ist das ein bisschen mehr hier wert. Mindernd. Man kriegt weniger Kohle dafür. Ja, entweder hatten die tatsächlich jetzt keinen Bock mehr und haben sich ausgelockt, nachdem sie fertig gemacht worden sind. Hoppla, wir haben ein Loch. Könntest du dich bitte drum kümmern? Einmal mit Holz in der Hand zum Loch gehen. So, ich schmeiß den Anker. Ist repariert. Ist sich jetzt grün, genau. Und einmal das Wasser rausschöpfen. Alter. Ich guck hier runter. Nicht mir es ins Wasser schmeißen. Ins Gesicht schmeißen. Alter, guck dir das an, ihr Wahnsinn. Ich hoffe, du verzeihst mir die Unordnung hier. Ist egal, wir müssen schnell handeln. Warte mal, lass mal gucken. Hier ist eine Schatztruhe. Da ist nichts drin. Okay, gut. Du kannst jetzt theoretisch dieses Google, ne? Das soll mal aufhören. Hier in diese Schatzkiste Schädel reinpacken, 3 Stück. Das spart dir den Weg. Da sind 3 Plätze. Ich mache dir das gerade einmal fertig. So. Na, warte. So. Jetzt machst du die Kiste zu. Und mit der Kiste gehst du jetzt einmal zur Schädelfrau. Weißt du, die einzelnen Teile. Ich hab gerade den Schreck gekriegt, Alter. Ich hab nur das Wasser gehört, ey. Weil die einzelnen Teile geben wir. Also gebe ich immer gern. Also nicht die Kiste abgeben, ne? Einzeln wieder rausholen. Die Kiste hinschmeißen und dann kannst du den Kram da rausschmeißen. Ich bring mal die Schatzkisten weg.
Oh, mal zwei, Alter. Dann kannst du da wieder einzelne Teile reinpacken. Und wir sind reich. Und haben nichts dafür getan. Wir sind richtig reich. Ja gut, ich habe 479.000 Gold, Alter. Und dein Level steigt jetzt. Ich habe dir mal im Kartendeck dir ein paar einzelne Sachen hingepackt. Die Smaragde und so, die glaube ich, kannst du überall abgeben. Die musst du nicht nur zum... Ich muss das mal probieren, weil das ist ein neuer Smaragd, den ich gerade in der Hand habe. Ey, wild. Weil die Smaragde, so wie ich weiß, kannst du auch beim Handelsbund abgeben. Ja, kauf sie an, dann steigerst du auch den Handelsbund. Weil die Handelsbund-Mission, ich weiß, dass Prismon Kobold die Mission gehasst hat. Handelsbund, ist das hier der hier direkt am Steg? Ja, der da vorne, genau, vor dem Kartentisch. Und bloß nie mit der Kiste abgeben, weil du kannst die ganze Kiste auch so abkaufen. Ich glaube, das ist weniger wert dann. So, ich bring mal die Schatzkisten weg, damit das ein bisschen... Und immer gucken, dass kein Schiff kommt. Denn hatten die was dabei und wollten sich wahrscheinlich haben die bestimmt gedacht, die machen wir fertig. Oder die waren in Panik, weißt du? Das kann sein. Dass sie Panik hatten, ja. Oh nein, oh nein. Und dann versucht haben, noch sich so gut wie möglich. Aber da hätten die doch ihr Schiff irgendwie reparieren müssen, oder? Ja, die wollten, die haben uns ja schon weggelotst, die haben ja unser Schiff fahren lassen, so. Und damit haben die wahrscheinlich gedacht, ist hier was drinne? Die können das hier nicht annehmen. Ist doch nochmal zu. Ist noch so eine Truhe. Oh, Handelsbund, das Ansehen, das pocht gerade hoch. Ja. 7, 8. Wo kommt das hin? Liefernotiz? Außenposten Galleon's Grave. Sind wir hier bei Galleon's Grave? Ja, tatsächlich. Ja, die wollten ihre Mission wegmachen. Also den Lieferkram hier, die Flaschen, die wir zerstört haben durch die Beschießung. Ja, da hast du es mal gesehen, so macht man's. Ja, Kiste ist zertrümmert, ja gut, dann lasse ich die halt hier stehen. Die ist zerstört. Oh, die Schätze alleine. Kann ich die kann ich bei ihr nicht verkaufen, ne? Ne, das geht nicht. Dass die auch nicht... Also normalerweise spawnst du, wenn du Glück hast, relativ in der Nähe. Dass die nicht wiederkommen. Das verstehe ich nicht. Aber ich glaube schon, die hatten... Vielleicht haben die sich ausgelockt, 100 pro. Gesagt, ne, kein Bock mehr. Schon der Spiegel löscht. Unsere ganzen Schätze hier weg. Na gut, ich meine, das ist ärgerlich. Ja, das ist wirklich ärgerlich. Aber ich meine, was willst du machen? Ja. Sie hätten ja auch verhandeln können mit uns. Okay, es waren Franzosen, die verhandeln nicht. Aber du weißt ja, ne? In der Geschichte haben die Franzosen immer verloren. Wenn besetzt. Selbst bei Asterix und Obelix haben die Franzosen verloren. Ja, tatsächlich. Ehrlich, ich liebe das. Kann man auch versuchen anzurufen, ist immer besetzt. Aber die kann ich da gar nicht abgeben, schade. Was hast du abzugeben? Die Schädel, die sind wahrscheinlich wieder bei dieser Schädeltante hier, ne? Ja, genau, bei der Schädelfrau. Ah, hier, genau. Uiuiui. Alter, du hast so viel, du kannst dich jetzt gleich wieder richtig einkleiden. Oh, ja. Oder du kaufst dir hübschere Waffen. Das geht natürlich auch. Was für ein Schweineglück wir eigentlich auch haben, oder? Ja. Ich meine, da fahren wir random an einem Schiff vorbei, sagen so, ja komm, den greifen wir mal an. Einfach nur, um es zu machen, weißt du? Ja, genau. Versenken den, kommen wieder zurück und looten deren Schätze. Also ich meine...
Mehr Glück kann man doch gar nicht haben, oder? Ja, tatsächlich ja. Die Seide ist Kiste mit durchnässter Seide. Ich glaube nicht, dass sie die kauft. Also haben wir ja tatsächlich... Ja. Wir haben denen tatsächlich deren Fortschritt geklaut. Ich möchte gar nicht wissen, wie viel Zeit die da reingesteckt haben. Boah, das kann ich dir tatsächlich in Zeit, kann ich dir das nicht nennen. Gut, du hast ja bis jetzt, da du ja noch Starter-Quests hast, da hast du immer eine Seefahrt und dann ist die abgeschlossen. Aber wenn ich eine Quest annehme, dann ist dieser ganze Ring, ne, voll. Ja, dann hast du deine erste Seefahrt ja Gewinn bringt genossen, muss ich sagen. Oh, mehr als Gewinn bringt, tatsächlich. Ich möchte gern wissen, wenn wir fertig sind, wie viel Kohle du hast. Ja, da bin ich auch mal total... Ich sehe das tatsächlich auch die ganze Zeit nur hochticken alles. Weil das auch teilweise krasse Schätze sind. Ich pack mal hier ein paar mehr wieder nach oben. Also Stand jetzt sind 45.000. Und natürlich geil. Auch jetzt das, was das bringt vom Ansehen her, ne? Ja, wenn natürlich, da wir die... Wir haben ja die Goldflagge... Und wenn wir jetzt Goldgräbermission quasi machen, na, was ist eine Lagerkiste? Oh ja, die Lagerkiste, die können wir gleich leer machen. Ja genau, wenn wir... Die Schädel sind wahrscheinlich wieder für die Seelentante. Genau, die Seelentante. Juwelen kannst du überall abgeben, tatsächlich. Goldkisten kannst du nur, also die nicht... Öffnebar, diese Kiste, die ich gerade trage hier. Ich sehe gerade deinen Charakter, wie er da so stolzierend lang rennt mit der Kiste im Arm. Ja. Und wenn du mal überlegst, dass wir da keine Quests für gemacht haben, wie fahr auf die Insel, such das X, grab das X aus, töte die Skelette, töte den Skelettenkapitän, ne? Weißt Bescheid? Ja. Goldsammler habe ich jetzt 18 Ansehen. Oh ja, wenn du alles auf 50 hast, Seelen, Gold und Handelsbund, dann bist du sozusagen Piratenlegende. Dann kannst du selber auch im Piratenlegenden-Shop dir so einen Hut kaufen, wie ich zum Beispiel mit der leuchtenden Feder. Da, wo wir eben drin waren. Genau, als allererstes, ganz genau. Also ich weiß noch, sowas ähnliches habe ich mit Prisma Kobalt auch gemacht. Versenkt, alles eingesackt, was geht. Und die haben uns noch gejagt. Da kann man sich, glaube ich, auf YouTube angucken. Entweder in der Twitch-Playlist extra oder in der YouTube-Playlist. Das weiß ich tatsächlich jetzt aber nicht. Das Prinzip mit der Kiste, das ist echt cool. Also das muss ich wirklich sagen, das spart doch erheblich Zeit. Ja. Damit du nicht immer einzeln laufen musst. Seelenorden ist jetzt auch auf 15. Ich weiß nicht, wie ist der Stand der Flagge? Oh, Flagge ist auch gut. So, hier ist nichts mehr außer Lagerkiste. Mach mal die Lagerkiste leer. Ich mach das so wie Prisma Kobalt. So. Nimm, warte. Und das Wasser hier raus. Hier ist noch ein Kelch. Geil. So, Lagerkiste mit. Da noch drin, ich glaube, eine Kugel, ne? Kelch des Vermögens ist noch hier unten und dann war es das, glaube ich, ne? Genau, dann war es das. Das brauche ich ja nicht. Oh, hier doch, hier oben ist auch noch was. Ah, ja, stimmt, hier. Noch, Warte mal, das kann ich ja in meine Kiste packen hier. Auch noch ein paar mehr Sachen als nur. Ja, das finde ich aber cool, dass wenn du das enterst mit dem. Warte mal, ich pack diesen Kelch des Vermögens mal wieder raus, dann nehme ich wieder nur Schädel mit. Kann ich das nämlich geschlossen bei der Tante da abgeben? Ist da noch ein Schädel? Ja. Ich habe ein Buch. Und ich habe einen Erfolg gekriegt. Ey, was für ein Schweineglück. Ich kann es kaum fassen.
Ich würde ja sagen, das ist das Gerzische Glück, oder? Das ist das Gerzische Glück. Alter Schwede, einfach nichts machen. Keine Quest machen. Irgendeinen Typen, der da draußen sich freut, dass er so viel Schätze hat, einfach den Sack weghauen und einfach. Das ist. Eigentlich ist es dreckig, aber wer sagt, dass Piraten sauber sind, ne? Der Kodex sind eher Richtlinien. Ja, na gut, wir haben es vorher angefangen. Wir hätten natürlich sagen können, ne? Friendly or not. Kannst du ja machen. Die Lagerkiste will sie nicht. Dann behalten wir die Lagerkiste an Bord. Die können wir immer benutzen für, wenn wir auf die Insel gehen, können wir die mitnehmen. Ich kann diesen Schädel hier tatsächlich nirgendwo abgeben. Warte. Zeig mal. Schädel des antiken Vermögens hier. Was ist das? Auch nicht bei der Seelentante? Die will die nicht? Die sagt da gar nichts zu? Also die wollte den eben tatsächlich nicht haben. Oder haben die kein Geld mehr? Haben wir die jetzt geschröpft? Nee, das hier. Das ist ein, das war eine Legendenquest. Die nimmt der Legendenhändler in der Taverne an der Tür. Ah. Athenes Segen ist das. Haben wir ja bald alles durch. Den Zorn Poseidons, den Segen Athenes. Wenn wir hier nochmal in die Steckdose fassen, kriegen wir den Zorn von Zeus. Das möchte ich, glaube ich, nicht. Nee, das möchte ich auch nicht. Obwohl, dann könnte ich morgen zu Hause bleiben. Ja, das wäre was. Ne? Oh, da, zack. Alter, ich habe mittlerweile 530.000. So, ich gebe mal die Diamanten beim Handelsbund ab. So, hier, bitte. Bitte. Also Stand jetzt, Zwischensumme sind 72.000. Dann kannst du dich gleich richtig schön einkleiden. Wollen wir jetzt beide dieselbe Truhe zu machen? Schimpfst du. Ich verkaufe schon mal eine leere Truhe. 442 Gold hat die leere Truhe gebracht. So, ich bring mal die Goldsachen zum Goldhändler. CJ65, danke für dein Follow. Wenn du das sehen könntest, ne? Wenn du dir das VOD anguckst. Alleine auch schon. War das hier? War das wirklich hier? Ich sehe noch keine Schätze. Haben die nichts mitgehabt? Doch, Schätze! Schnell! Und das quasi so in der ersten Stunde Game-Time überhaupt. Also, ja. Heftig. Fortschritt. Und das ist das Schöne daran an dem Game eigentlich. Also viele regen sich auf, weil es gibt halt auch Leute, die halt erbarmungslos die ganze Zeit ballern, ne? Und gar nicht erst... Oh. Das möchtest du gar nicht haben. Ja, manchmal kriegt man halt dann auf die Mütze, das ist so. Ja gut, du kannst ja in der Theorie halt auch dein Sprechrohr nehmen und sagen, ne, auf Englisch geht's ja auch, verstehe ich ja tatsächlich auch ein bisschen. Willst du das haben? Ja, er will das haben. Athenes Segen. Die haben wirklich Athenes Segen Quest gemacht. Hier kannst du auch gleich die Kiste, ne, du willst die Kiste nicht, gut. Dann nimm du die Kiste. Da sind wir doch locker schon 20 Minuten dabei, den ganzen Kram abzugeben. Ja, tatsächlich ja. Ich glaube, das war tatsächlich alles hier, ne? Ja. Guck unten nochmal. Aber unten ist leer. Ja, cool. Dann ist das die letzte Kiste hier. Ja. Hm?
wenn die Kiste leer ist, kannst du die auch, einer der drei Händler kauft die Kiste auch an. Oh, ich habe sogar, nee, 700, nee, das ist nicht die Echtgeldwährung, das ist hier ihre Währung. So, 85.000. Hast du? Ja. Ja, dann ich wünsche dir viel Spaß beim Einkaufen. Die Insel hat viel zu bieten. Also die Shops sind hier oben. Ach, da oben. Da hast du den Klamottenshop, hier oben hast du den Waffenshop. Aber wie gesagt, die Waffen ist halt nur Optik, ne? Ist halt wirklich alles Optik hier. Oh, eine Zweier-Schatztruhe. Krass. Shit. Ja, ich würde sagen, oh, hat sich gelohnt. Ich bin sehr zufrieden mit der Kaperfahrt. Ja, ich tatsächlich. Prachtvolle Donnerbüchse des Admirals. Du kannst dir auch eine komplette Admiralkluft kaufen. Wenn du aussehen möchtest wie ein Admiral. Ja, ich werde mich anziehen wie ein Admiral jetzt. Reaper's Hideout? Reaper's Hideout! Okay, wir müssen... Reaper's Hideout, da müssen wir hin. So, wo ist das denn? Wir haben unsere Quest ja auch noch nicht gemacht, ne? Tatsächlich noch nicht, ne? Tree Rock Isle, wo ist das denn noch? Aber den Hut ist da. Ja, da finde ich. Ah, ich habe schon den prachtvollen Hut, den hatte ich schon ausgerüstet. Das ist ja cool. Reaper's Hideout. Außenposten Golden Sands. Ah, da. Da fahren wir gleich als erstes hin. Oder können wir eigentlich auch kombinieren, ne? Ne, wir fahren erst zum Reaper's Hideout. Also Südwesten. Bin ich mal gespannt, wenn du gleich wiederkommst, da schick gekleidet. Holzbein wollen wir nicht haben. Tattoos? Holzbein. Ich glaube, wir brauchen eine richtig dicke, fette... Ach, kann ich noch nicht. Okay. Handschuhe. Haben eine Handschuhe? Prachtvolle Handschuhe. Das haben... Ah, die habe ich schon. Get out of my sight. Wo kann ich denn nochmal das mit der Flagge sehen? Ausrüstung, Piratenlogbuch, Schiffslogbuch, Meilensteine. Das kenne ich alles noch nicht. Abenteuer. Abenteuer 12. Da, Piratenlogbuch. Ansehen. Seemannsgarn. Jungfernfahrt. Abgeschlossen, ein Piratenleben. Man kann hier eine ganze Menge machen. Oh, ein seltsames Schiff. Hose. Ah, Hose. Die versunkene Pearl. Ach, das ist hier Dings. Fluch der Karibik. Ach, das habe ich alles mit hier. Das habe ich mit Prisma Kobold fertig. 9 von 9 Belobigung. Alter, das war so hart, ey. Warte mal. Da haben wir die Flagge. Wird mir die Flagge hier... Ja, genau. Ah, ich hätte eine Jacke kaufen müssen und kein Kleid. Jetzt habe ich ein Frauenkleid. Go on, get lost. Den kauft ihr? Habe ich jetzt auch. Kleid. Einbekleidung. Hose des Admirals. Tatsächlich wird denn ja noch ein vernünftiger Säbel benötigt.
habe ich nicht. Oh ja. Ich habe ja anderes Feuer. Ja. Nee, habe ich nicht. Ach, schade. So, aus. Licht aus. Jetzt habe ich auch bald alles ausgegeben wieder dafür, ey. Scharfschützengewehr? Weiß ich gar nicht, ob mir das überhaupt liegt. Oh, das ist geil. Das Scharfschützengewehr, weil du da durch. Also ich habe eins, da gucke ich durch eine Flasche. Prachtvolles Auge des Weitblicks des Admirals. Ach komm, weißt du was, wir sind jetzt Admiral. Goodbye, Scoundrel. Das ist das Scharfschützengewehr, das Glas ist so gesplittert. So, muss ich die Waffen jetzt noch extra irgendwie auswählen? Ja, ja. Du kannst doch auch unten zum Schiff kommen und hier unten. Es ist hier eine Truhe, eine Kosmetik-Truhe, eine Ausrüstungs-Truhe. Jetzt hat der Fuchs das gar nicht angekriegt. Schlechter Admiral. Ja, wenn du jetzt noch deine Emotes machen könntest, dann könntest du dich selber sehen. Jetzt hier Ausrüstung. Kosmetik. Wo ist denn die Waffenkiste hier? Die ist hier oben. Ah, Arsenal. Da hinten ist ein Totenschädel. Als Wolke. Da ist auch gerade ein. Ach, wie heißt das hier? Das ist deine Waffe. Guck dir dieses Gewehr an. Schick. Und dieser Säbel. Ja, cool. Beziehungsweise habe ich natürlich auch. Die prachtvolle Schrotflinte. Ja, pass auf, ich schick dir mal ein Foto, wie du aussiehst. Wo bist du da? Wenn du dich jetzt noch einmal zu mir drehen würdest. So, perfekt. Ja, wenn du fertig ausgerüstet bist, können wir weiter. Also ich bin ausgerüstet. So, Foto ist da, kannst du dir angucken. Schier. Alter, wie geil, weißt du, am Anfang war er noch einfach nichts und jetzt ist er schon Hochadmiral, ey. Gut, wir wollen weiter. Unser Abenteuer, wir haben, den Anker ist ja oben, sehr gut. Auf zu neuen Abenteuern, auf dass wir weitere Schätze erbeuten, ohne was dafür zu tun. Wir müssen Südwesten, okay. Wir besuchen jetzt noch einmal die Insel der Kopfgeldjäger, weil wir haben ein Buch, das kann ich da abgeben. Dann hast du das auch schon mal gesehen und dann machen wir unsere Quest. Okay. Genial eigentlich, ne? Ja, das ist wirklich gut. Innerhalb von einer halben Stunde ein Riesenvermögen gemacht. Wie viel hast du noch über? Das ist eine gute Frage. 18.000. Ah, schön. Du müsstest hier eigentlich müsstest du noch einen schickeren Bart, so richtig auf edel. Eigentlich schon, ne? Na, guck mich an. Ich bin ja auch eher der etwas Gentleman-Gaunerliege. Ich könnte die Zeit mal echt mal nutzen, da eben, um mal zu gucken, wie ich die Emotes benutze.
So, dann würde ich sagen, dann fahren wir noch zu Reaper's Hideout. Und dann können wir in der Theorie auch Feier machen, wenn du gleich los musst. Ja. Den Rest können wir für die nächste Folge aufbewahren. Genau. Die See wird uns noch rufen. Definitiv. Du wirst das sicherlich auf YouTube hochladen dann. Da kann man sich das dann nachher mal angucken. Also bei Mr. Slighty auf dem YouTube-Kanal. Wenn ihr auf den Channel geht, dann habt ihr die Chance. Für mehr Tipps bitte folgen. Oder wie heißt es so schön? Für mehr Tipps einfach folgen. Genau. So, warte mal, ich muss mal die anderen Markierungen wegmachen, damit ich jetzt nicht hier auf unsere Questinsel fahre. Wir fahren gerade in unserer Questinsel vorbei. Da werden jetzt Skelette, die müssen wir bekämpfen und dann kriegen wir so eine Totenköpfe. Tatsächlich, für meinen Chat noch einmal ganz kurz, tatsächlich besteht auch die Möglichkeit, den Multistream, ich schicke den Link hier nochmal rein, da könnt ihr auch den Conker Stealthy Fox sehen, von seiner Sicht aus, und auch dort gerne ein Follow da lassen. Ist da vorne ein Schiff? Da vorne ist ein Schiff. Wie geil. Ist das Reaper's Hideout? Sind die beim Hideout? Nee, sind sie nicht. Was für ein Schweineglück wäre, ich kann es kaum fassen noch. Also, ich lade schon mal Kanonen. Wenn wir beide mal unterwegs sind. Ja. Obwohl, ich möchte die Flagge, die möchte ich halt auch gerne eigentlich noch abgeben. Die soll nicht versunken. So. Nee, da. Ne, wenn man Sprachrohr, kann man jetzt sagen Freund und Feind. Das könnt ihr dann auch lesen, wenn wir dicht genug dran sind. Kann aber auch sein, dass das unsere französischen Freunde sind, die sich jetzt wieder ihr Reichtum holen müssen. Tut mir leid für die beiden, aber. Die denken sich jetzt auch, das ist wie bei Asterix und Obelix, wie als wenn die Gallier mit den Piraten. Ja, schon wieder? Ja. Ich habe gerade dasselbe gedacht. Und wenn die auf der Insel sind und nicht aufpassen, dann könnte man theoretisch, ich könnte dann vorbeifahren, du kannst runterspringen, du kannst den Anker lichten und mit dem Schiff wegfahren. Dann haben wir zwei Schiffe. Ja, das Blöde ist, die werden, wenn das Schiff weit genug entfernt ist, dann kommt irgendwann eine Meerjungfrau, da kannst du dann wieder spawnen auf deinem Schiff. Also du wirst dann irgendwann auf die treffen, wenn es soweit ist. Also die nächste Fahrt, die werde ich definitiv auch, glaube ich, aufnehmen und auf YouTube hochladen dann. So, und eigentlich möchte ich nicht in den Sturm. Ach, tatsächlich, man sieht den Sturm auch richtig im Horizont. Ja, dann ist richtig, das richtig wild, weil dann muss permanent einer am Lenkrad sein, weil das dreht sich dann und der Kompass ist total, du weißt nicht mehr, wo du langfährst. Aber man könnte echt theoretisch könnte man noch einen Kampf starten. Zeit hätten wir auf jeden Fall noch. Wann musst du los? Also 10 vor muss ich mich da einfinden. 10 vor. Ja, ich fahre noch einen kleinen Augenblick dahin. 10 vor. Achso. Dann wirst du Cop. Sheriff. Sheriff. Sheriff Deputy. Dann könnt ihr Mr. Slighty nämlich zugucken. Ich mach dann zumindest meinen Stream aus. Er wechselt nur das Spiel. Dann hast du ja richtig heute richtig viel Streamzeit, Alter. Heute kommt ein bisschen was zusammen, ja. So. Die haben eine weiße Flagge. Warte, ich bin mal so frei. Wir machen das jetzt mal richtig, wie es gehört. Warte, wo ist das? Weiße Flaggen greift man ja eigentlich nicht an, oder? Ja, du kannst ja vielleicht auch mal einmal mit denen versuchen zu kommunizieren. Ich werde es über das Textmenü einfach machen. Freund oder Feind. Wenn die nicht antworten, werden sie angegriffen. So bin ich. Freund oder Feind?
Das heißt denn Freund oder Feind auf Englisch? Friendly or not? Friendly or not? Könnte man das IC in-game überhaupt hören? Ja, das kann man hören. Ich höre das ja auch in-game. Friendly or not? Last warning. So, wir kommen dem Sturm ziemlich nahe. Ich beginne das Feuer. Boah, astreiner Treffer. Ich will mal gucken, ob ich mit meinem Scharfschützengewehr nicht doch irgendwie, Du kannst ja mal gucken, ob du rüberschwimmst. Sie fahren weg. Isst du bitte auch die Segel? Aber selbstverständlich, Mock Kapitän. Die lassen wir nicht entkommen. Krieg ich die nicht mehr. Wir sind auf jeden Fall schneller als sie. Aber wir im Wind sind. Oh, die haben Zauberkugeln. Einmal komplett eindrehen, bitte. Sind wir schon? Lass einmal den Anker fallen. Komm schnell wieder hoch, 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 den Anker ziehen. Oh, ich wurde getroffen. Ich guck mal, ob wir irgendwelche Schäden haben. Na, hinten. Ich kümmere mich. Ich weiß auch tatsächlich nicht, wo die sind. Wahrscheinlich hinter uns. Ja, herzlich willkommen im Sturm. Das ist kein Spiel hier. Also wir reiten auf dem Wellenkamm gerade. Im Sturm zu kämpfen ist hart. Hoffentlich bricht uns der Mast nicht. Ich sehe die auch nicht mehr. Oh ja, Blitze können auch einschlagen ins Schiff, dann brennt das. Ah, noch habe ich das im Griff. Der Mast knarzt so, ne? Ich weiß nicht, ob sie das auch geändert haben, wenn man... Oh, wir haben Schaden. Weil wenn der Mast bricht, ist es richtig schwer, dann müssen wir ihn wieder hochziehen. Aber das kann wirklich sein, dass wenn im Sturm das Segel komplett raus ist, dass das bricht. Aber das weiß ich tatsächlich nicht. Lass uns mal wieder Südwesten, nordöstlich fahren. Wenn der Kompass mir was anzeigt, dann kann ich das gerne machen. Ja, du müsstest theoretisch... Pass auf, dann muss ich dir über Karte navigieren. Du müsstest das Schiff jetzt einmal drehen, komplett. In die gegengesetzte Richtung. Wir haben Mastschaden. Deswegen knatscht der so. Ist das Steuer noch heil? Das dürfte noch funktionieren. Ja. Weil das kannst du nämlich auch kaputt machen. Ich glaube, wir haben sie wieder direkt vor uns. Ich habe sie gerade gesichtet. Ja, tatsächlich? Warte, ich gehe mal den Ausguck. Aber wenn die schon Geisterkugeln haben, dann haben sie eine Geistergaleone angegriffen. Oder welche gefunden. Irgendwas hat geknarrt hier. Irgendwas ist kaputt gegangen.
Wir haben Schaden. Ich kümmere mich gleich. Kleiner Schaden ist nicht so schlimm. Ja, die sind rechts von uns. Da. Erstmal reparieren hier. Die See wird wieder ruhiger. Das ist gut. Oh, siehst du da eine Wolke da am Himmel? Die Totenkopfwolke? Ja. Ja, das ist ein Raid. Das ist gerade ein Raid aktiv auf der Insel. Oh, wir haben den Sturm überstanden. Okay, und da hinten sind die, aber ist nicht so wild. Wir fahren jetzt weiter gegen Nordosten und bringen wir wenigstens unser Buch weg. Ne, Quatsch, nordwestlich, Entschuldigung. Nordwestlich. Nordwestlich. Aber Sturm ist heftig. Das ist wirklich wild. Ja, ich habe es gerade tatsächlich gemerkt. Da muss man noch permanent beim Lenken bleiben. Okay, beim Kämpfen geht's. Da kannst du dann mal gucken, dass du eventuell kurz mal loslässt. Schade, kann man nicht raufpacken. Da haben die Schwein gehabt. Heute soll es nicht deren Pech sein. Kurs ist nordwestlich. Sehr gut. Jetzt noch gerade stellen das Lenkrad. Perfekt. Segel ist auch richtig ausgerichtet. Ohne Galeone. Rechte Seite, Geistergaleone. Oh oh, was war das für ein Geräusch? Wir nehmen Kurs auf Reaper's Hideout. Sehr schön. Das Reaper's Hideout. Ich bin nur stracks nach Westen jetzt. Hast du das Geisterschiff gesehen da hinten? Rechts? Hinter den Felsen? Tatsächlich noch nicht. Ah, da. Ja. Das sind einer der CPU-Meergegner. Davon gibt es kleine Schiffe und das große. Die können auch abtauchen, so wie in Fluch der Karibik. Diese Geräusche fallen mir nicht. Jedes Mal, wenn ich diesen Gong höre, denke ich mal, das Wasser wird schwarz. Wenn das nämlich einmal pechschwarz um uns rum wird, erstmal fahren wir total langsam und dann kommt die Krake. Der Hai ist machbar, das geht. Team Reaper's Hideout? Nee, das ist nicht Reaper's Hideout. Also dieses Spiel stelle ich mir als VR-Variante auch sehr interessant vor. Ja. Wenn du dann nicht seekrank wirst. Das kann passieren, tatsächlich, ja. Auch die Grafik alleine schon echt genial. Ja, das sieht wirklich sehr, 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 sehr hübsch aus. Auch wie schön animiert alles, mit den Wellen, die gegen das Schiff schlagen und... Alleine das Wasser sieht so hübsch aus. Ja. Also da haben die Entwickler sich wirklich Mühe gegeben, muss ich sagen. Ja, ist ja Rare, ne? Also Rare
die auch Donkey Kong und Conker's Bad Fur Day gemacht haben. Conker, ist das nicht das mit dem Fuchs, was du mir mal gezeigt hast? Ne, mit dem Eichhörnchen, ja. Oder dem Eichhörnchen, genau. Es gab auch mal so einen Arena-Battle-Modus, wo es nur darum ging zu kämpfen. Hast du halt eine kleine Karte, auf der du gefahren bist, wurde abgesteckt. Und dann gab es auch immer so Schätze, die du dann sammeln konntest. Wenn du dann nicht untergegangen bist, konntest du die dann abgeben. Da ist schon wieder eine Galeone, aber Geistergaleone. So, wir erreichen Reaper's Hideout. Sehr cool. War eine schöne Tour, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, tatsächlich. Das hat mir auch sehr gefallen. Da herrscht auf jeden Fall Wiederholungsbedarf. Ja. Das Reaper's Hideout. Hier trifft der Abschaum der höchsten Note aufeinander. Das Buch abgeben. Kannst gerne mitkommen. Kannst du das mal angucken hier. Guck mal, ich habe nur schnell meine Muskete geholt. Die Insel hat sich auch so verändert. Hier war vorher gar nichts und dann kam immer mehr dazu. Ja, der Fortschritt macht das vor der Karibik nicht halt. Ui, das hat sich gelohnt. 2500 Münzen. Angebot der Flamme. Mein Ansehen hat sich jetzt gerade von 1 auf 5 erhöht tatsächlich. Bei den Schnitterknochen? Hier, warte mal, Botschafter Turtle, hier kannst du auch alles abgeben, also die nehmen wirklich alles an, was geht, weil die wirklich, ja, ist gut zu wissen. Hier hätten wir theoretisch auch hinfahren können. So, aber... Was wir jetzt machen, da wir Feierabend machen, kannst du mich nochmal zum Schiff begleiten. Weil das mache ich immer. Obwohl, nee, warte, stopp. Das können wir noch nicht machen. Ich versenke mein Schiff immer. Und spiele dabei immer ein ganz bestimmtes Lied. Aber ich möchte die Flagge, die wir da haben auf der Rückseite, möchte ich eigentlich vorher noch abgeben. Da müssten wir theoretisch, das sollten wir vielleicht noch schaffen. Zum Außenposten, Plunder Valley. Ist ein Außenposten Plunder Valley? Nee. Muss ein Außenposten sein. Außenposten Golden Sands. Das dauert nicht lang, der ist hier um die Ecke. Nordwestlich. Das müssten wir theoretisch noch einmal schnell machen. So, nordwestlich. Ja, dann hast du das hier auch mal gesehen, den Ort der Kopfgeldjäger. Ich nenne sie mal Kopfgeldjäger, weil wenn du die Quest, also quasi diese Flagge, die wir am Anfang hatten, annimmst, dann wirst du auf der Karte gezeichnet. Es gibt dann auch noch eine Totenkopfflagge, die kannst du aktivieren oben im Krähennest. Dann bist du auch gezeichnet und dann heißt das wirklich, dass du halt Kopfgeldjäger bist. Und da kannst du auch friendly or findly sagen, das ist denen sowas von egal. Weil die sind dann wirklich auf Krawall aus. Aber das ist in Ordnung. Muss es auch gehen. Naja, guck mal, wir haben jetzt auch ohne vorher
zu fragen, ob die kämpfen wollen oder nicht. Haben wir sie zum Kampf gezwungen? Ja. Und wie viele Schätze wir kassiert haben, ey. Oh, wie herrlich. Und Prisma Kobold hat doch erst letztes geschrieben, viel Spaß euch und geht nicht zu schnell unter, weißt du? Ja. wir sind zwar untergegangen, aber wir sind wiedergekommen. Ja, und haben mächtig abgesahnt. Aber richtig. Oh, guck mal, siehst du da vorne die Lichter? Ja. Das ist das, wenn man die Lichter am Deck nicht löscht. Da vorne ist ein Schiff. Ich kann dir aber nicht sagen, ob das jetzt ein Einmaster ist. Ein Einmaster. Oh. Aber die haben Glück, wir wollen nicht kämpfen. Es sei denn, sie legen es drauf an. Die auf uns zu. Wellengang kannst du das gar nicht sehen. Wir wollen nur zum Außenposten, Kumpels. Der Mond, wie hübsch. Wusstest du eigentlich, dass du hier wirklich nach Sternbildern fahren kannst? Das geht auch? Das geht auch. Wenn du mal Richtung Norden guckst, dann der hellste Stern von allen, der Nordstern, leuchtet. So, du kannst schon mal nach oben kommen, dann kannst du gleich einmal das Segel einfahren, wenn ich Scheiß sage. Was kannst du schon mal die Hand nehmen, die Funktion? Der hat sich auch, der Ort ist auch mittlerweile so krass, hat sich verändert. Das war auch nur eine Insel, hier ist auch Fortschritt angekommen. Ich weiß gar nicht, wo man hier anlegen kann. Das ist wie im Wilden Westen, da macht der Fortschritt auch leider nicht halt. Nee, das stimmt. Erst kommt die Eisenbahn und dann der weiße Mann. Okay, zieh mal das Segel hoch. Segel ist gelichtet. Sehr schön. Ich war hier wirklich noch nie. Ah, das ist der Steg. Ah, perfekt. Dann brauchen wir doch noch mal ein bisschen Segel. Jo. Und die kommen auf uns zu. Ah, nicht so viel Segel. Das ist zu viel. Da bin ich so schnell für. Drei Viertel oder so. Einmal einen Anker schmeißen. Oh, jetzt haben wir einen Schaden, das ist nicht so wild. Ich will nur schnell den Goldtypen suchen. Ich will die Flagge abgeben. Kommst du mit? Ich bin hinter dir. Du musst abstimmen nämlich dafür. So, wo ist der Goldtyp? Wo ist der Goldtyp?
Schuhe. Bist du der Gold hier? Nee, shit, das ist der Piratenbazar. Ich war hier noch nie! Ach, scheiße. Kommen die auf uns zu? Ja, die kommen auf uns zu. Verdammte Axt. Ah, hier ist der Goldtyp. So. Einmal das Messer. Oh, Gott sei Dank, ey. Nochmal 3000 Gold für die Flagge. So, dann kannst du einmal ins Menü gehen, wo du sagen kannst, Spiel verlassen und so. Und da kannst du auf meine Crew gehen und dann kannst du schon mal stimmen für das Schiff versenken. Wenn du das gemacht hast, sag mal Bescheid. Schiff versenken. Ja, dann drückst du einmal ja, gehst da wieder raus. Ich versuche schon mal das Lied zu spielen. Nein. Ja, jetzt musst du einmal mit einstimmen, damit ich auch sagen kann, Schiff versenken. So, jetzt nicht aufhören zu spielen. So, meine Crew. Schiff versenken. Ja. Es war meine Ehre. Wertes Schiff. Mir auch, ja. Es hat uns treu gedient. Weißt du, was du mal machen kannst? Ich weiß, es ist halt ein bisschen doof, aber du kannst dich mal woanders verstecken, weil wenn die jetzt gleich hierher kommen... Warum? Keine Ahnung. Hä? Das ist neu. Okay, das war ein abruptes Ende. Ich wollte eigentlich auf der Insel mich als Fass verstecken und dann gucken, ob die andocken und dann wenigstens noch einen Schatz klauen, weißt du? Aber ich glaube, wir haben heute genug Schätze geklaut. Ich bin gerade jetzt verwirrt. Jetzt spawnen wir woanders? Willst du mir das erzählen? Das haben sie geändert? Oh, verdammt. Gut, ich würde mich tatsächlich jetzt hier an der Stelle ausklinken. Ja, wir setzen uns hier hin und sehen uns hier das nächste Mal wieder, wenn es heißt Piratenzeit in Sea of Thieves. Jawohl. In diesem Sinne, viel Spaß, schaut wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich mache die schon noch stumm, dann mache ich noch den Rest der Abmoderation. Wir sehen uns gleich wieder. 5M. Auf dem Weg zum Sheriff. Ich werde den Stream dafür einmal kurz neu starten. Ich muss den Streamtitel noch einmal aktualisieren. Jetzt echt ein bisschen Zeitdruck. Aber das wird schon.